Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 31. März 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Herausgeber der Zeitschrift und mir gegenüber sitzt wieder am anderen Ende nicht nur der Stadt haben wir letzte Woche kennengelernt, sondern auch durch ein halbes Bundesland und damit ganz, ganz weit entfernt, der Simon. Simon Müller, hallo Simon. Hallo Frank, ja genau, ich bin in Schleswig-Holstein, du bist in Hamburg, das heißt, du dürftest auch nicht zu mir kommen. Nein. Umgekehrt schon. Ja, also das Thema hatte ich die Tage, ich wohne hier nämlich am Stadtrand von Hamburg und Schleswig-Holstein fängt so geschätzt 300 Meter von mir entfernt an. Und es gab tatsächlich eine Pressemitteilung der Polizei, die gesagt hat, ich darf da auch nicht hinradeln. Ja, hier im Westen in Hamburg schließt sich an die Haseldorfer Marsch. Und es gab eine Pressemitteilung, da stand drin, auch am Wochenende wird die Polizei den mittlerweile verschärften Auflagen mit einer erhöhten Präsenz begegnen, um insbesondere Reisen aus touristischem Anlass zu unterbinden und Gruppenbildungen zu verhindern. Eine touristische Einreise aus anderen Bundesländern betrifft nicht nur Autofahrer, sondern auch Spaziergänger und Fahrradfahrer, die nach Schleswig-Holstein kommen. Ja, ja. Ne, von daher, so nah und doch so fern. Ich mache ja nichts Verbotenes. Ich fahre ja nur mit blinkendem Rücklicht durch Schleswig-Holstein, aber nein. Ja, in den heutigen Zeiten ist das schon, bist du schon fast ein Schwerkrimineller. Ja, ich muss auch gestehen, ich bin nach der Absage des Ironman Südafrika auch tatsächlich nur einmal draußen auf dem Rennrad gewesen. Ich habe es dafür aber durch überlange Indoor-Einheiten kompensiert. Aber du bist noch länger gefahren, Simon. Wir haben Sport gemacht am Sonntag. Ja, das war wirklich, also das muss ich an der Stelle echt nochmal sagen, alle, die uns dazu ermutigt haben, das wirklich zu machen, da war auch an Feedback alles dabei. Ich glaube, ich habe 3 Nachrichten bekommen von Leuten, als ich dann am Abend vorher irgendwie meine 10 Gels da noch in einem Instagram-Post gezeigt habe, haben noch irgendwie 3 Leute darauf geantwortet, wie, ihr macht das wirklich? Ich dachte immer, das wäre nur ein Spaß. Also und das halt wirklich nicht als Spaß in der Nachricht gemeint, sondern die sind halt echt davon ausgegangen, wir sagen das nur als Witz, haha, Südafrika fällt aus, fahren wir 180 Kilometer auf Swift. Und dann kam ja auch relativ kurzfristig, erst einen Tag vorher, die offizielle Veranstaltung auf Swift und Facebook-Veranstaltung und überall, wo wir es dann geteilt haben für die Leute, die mitfahren wollten. Und da haben wir offensichtlich einige Leute auch noch mit überreicht. Ja, also es war harte Arbeit, das Event einzurichten und vorzubereiten. Aber es hat richtig Spaß gemacht in der Vorbereitung. Unterwegs dann, naja, okay. Aber mal so in Zahlen ausgedrückt, wie gesagt, 2 Tage vorher ist uns dann letztendlich das Event genehmigt worden von Swift und eingerichtet worden. Und wir hatten bis zum Start 646 Anmeldungen. Ja, das ist schon mal eine Nummer, das ist auch in Swift-Kreisen kein ganz kleines Event und angetreten sind dann tatsächlich am frühen Sonntagmorgen, das war ja 7.45 Uhr, allerdings nach der Zeitumstellung, also einen Tag vorher wäre das Ganze noch 6.45 Uhr gewesen, von daher sehr früh für die meisten, aber ich habe gesagt, wenn ich das fahre, dann fahre ich das zu der Zeit, wenn ich in Südafrika aus dem Wasser gekommen wäre, zeitgleich. Und da sind dann angetreten 415 Fahrer. Ja, angetreten heißt entweder gleich mit losgefahren oder innerhalb der ersten halben Stunde dazugestoßen. Wir haben auch von sehr vielen gehört, dass sie noch später hätten einsteigen wollen, aber das geht dann nicht mehr bei einem Gruppenrennen. Also viele sind da nicht mehr reingekommen. Ich denke, das wäre noch deutlich voller geworden und wir haben von sehr vielen Leuten gehört, dass sie dann eben für sich geradelt sind, indoor, teilweise auf dem gleichen Kurs, aber wir konnten die nicht sehen, ja, weil wir das so eingestellt hatten, dass wir quasi auf dem Kurs unter uns waren. Ja. Und angekommen sind am Ende, ich habe nicht die ganz genaue Zahl, aber ich weiß, auf welchem Platz ich ungefähr lag, also mindestens 250 Leute sind diese 180 Kilometer auch durchgeradelt. Und das ist ein Wort. Ich bin noch nie so lange Indoorrad gefahren. Ich weiß nicht, war das deine längste Indoorrad-Einheit? Ja. Ich bin einmal knapp 5 Stunden vor Mexiko gefahren, war jetzt irgendwie knapp 5,5 unterwegs. Ich muss aber echt sagen, wenn mir das Ganze wieder was gezeigt hat, dann wie viel der Kopf ausmacht bei so einer Geschichte, weil die Zeit ist echt so schnell vergangen, muss ich für mich sagen. Also es gibt viele 2,5, 3 Stunden Indoor-Radfahrten bei mir, die mir deutlich, deutlich länger vorkommen, weil es hatte halt wirklich Event-Charakter. Ja. Es war so ein richtiges Erlebnis. Es war so, das habe ich auch ganz bewusst dann gemacht, dass ich vorher mir zurechtgelegt habe, was esse ich und trinke ich da irgendwie einen Tag später halt, dass man dem Ganzen so richtig begegnet, wie
ja, nicht wirklich ein Wettkampf, aber einfach so von den Abläufen und man, wie du schon gesagt hast, man muss auch früh aufstehen. Es hat so eine andere Atmosphäre als wieder ein Sonntagmorgen, ich fahre heute lang Rad. Das hatte schon was. Und dazu muss ich für mich auch tatsächlich mal sagen, ich habe das im Nachhinein ja jetzt mitbekommen, dass ein paar Leute dann gefragt haben, ob mich irgendwer schon gesehen hat oder wo ich bin. Ich bin so ein bisschen geghostet. Also ja, Ghosting kann man offensichtlich auch bei Swift betreiben, weil ich hatte das Problem, mein Trainingsraum hier im Haus ist quasi auf der komplett diagonal entgegengesetzten Seite unten zu dem Raum, wo der Router ist. Ja. Das heißt, das ist der denkbar schlechteste Raum für WLAN-Verbindung. Ja. Und das Problem habe ich häufiger, aber ich habe dann extra, um noch 2 Meter zu gewinnen, meinen Rollentrainer umgedreht und extra mir da auch bei was bei gedacht. Und dann bin ich halt in die Veranstaltung ganz normal über WLAN reingekommen. Also ich stand an der Startlinie und quasi mit dem Startschuss hat es mich dann rausgeworfen. Oh. Und dann das hat dann dazu geführt, dass ich das Event ganz normal gefahren bin, auch mit meinen Werten und Geschwindigkeiten und so, aber ich war auf dem gleichen Kurs unterwegs, nur halt allein. Ich hab euch nicht gesehen. Und dann habe ich so einen Viertelstunden-Rhythmus immer mal wieder oben beim Laptop versucht, eine WLAN-Verbindung herzustellen. Und dann war ich immer mal so für 15 bis 30 Sekunden dabei und habe dann außen rechts die Leute gesehen, die mitgefahren sind und die Abstände, wie man das halt von Swift so kennt. Und dann ist die Verbindung wieder weggebrochen und dann waren auch alle auf Knopfdruck wieder weg und ich bin allein gefahren. Also das war ein bisschen schade eigentlich, dass mir der Aspekt da so verloren gegangen ist, aber es hat mich trotzdem motiviert, dass ich die Veranstaltung an sich durchfahren konnte, weil wenn mich das von Anfang an rausgeworfen hätte, so dass ich gar nicht dabei hätte sein können, dann hätte ich das auch niemals gemacht. Also nur für mich wäre ich das jetzt nicht durchgefahren. Ja, ja. Also ja, es war auf jeden Fall ein cooles Community-Event. Wir haben bis ich dann durchs Ziel gefahren bin, hatten wir schon weit über 12.000 Aufrufe unseres YouTube-Livestreams. Da habe ich ja dann 5 Stunden durchgeplaudert mit ein paar Unterbrechungen. Ja, 6 Stunden waren es ja sogar. Also netto 5 Stunden geplaudert, würde ich sagen. Ja. Und es war wirklich grandios, da mit den Leuten im Chat zu stehen, die teilweise mitgefahren sind oder teilweise einfach auch nur auf dem Sofa gesessen und sich haben berieseln lassen den ganzen Vormittag. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und Highlight war da natürlich, dass auf einmal Patrick Lange sich gemeldet hat, telefonisch. Also er war nicht direkt im Bild. Ich habe dann immer mal das Bild reingezeigt, er hatte über FaceTime angerufen, das war alles nicht abgesprochen im Vorfeld. Ich hatte nur gehört über seinen Coach Björn, dass er wohl gedenkt, uns zu begleiten unterwegs, aber das war dann eben, er hat sich extra einen Account dafür sogar angelegt und da wussten wir aber alle noch nicht, dass man nach 30 Minuten nach Start nicht mehr reinkam in das Ding. Ja. Und er hatte halt spontan mich auf FaceTime angerufen und wir haben geplaudert und er hat sehr geduldig die Fragen der Leute beantwortet bei seiner allerersten Swift-Einheit, die er selber gemacht hat. Also ja, großartig. Also das war richtig toll. Ne? Ja, das habe ich auch selbst erst im Nachhinein gesehen. Ich habe es dann irgendwie nach 3 Stunden Fahrzeit geschafft, mit meinem Handy ein Balken WLAN stabil hinzukriegen, dass ich nebenbei den YouTube-Livestream auch geguckt habe. Dann habe mich dann auch mal gemeldet, irgendwie sehr, sehr spät, wollte zwischendurch 10-mal kommentieren, aber es hat es auch noch nicht geschafft, den Kommentar abzuschicken. Also, ich dachte in dem Moment, als ich deinen Namen gesehen habe, oh, jetzt hat einer deinen Account gehackt. Simon hätte sich eher gemeldet. Ja, genau, ich habe es 10-mal irgendwie probiert, aber ich habe letzte Woche auch schon gesagt, ich wohne hier quasi im Wald. Grundsätzlich wäre es kein Problem, wenn ich irgendwie relativ nah am Router bin, aber das war, ja, ging nicht so gut. Die ersten 10 Kommentare wurden auch nicht rausgeschickt und irgendwann kam dann was durch. Habe mir das dann im Nachhinein angeguckt, aber fand das echt auch insgesamt. Letztendlich hast du ja dich auch darum gekümmert, dass du da irgendwie 3 Kameras hattest du, glaube ich. Ich hatte 3 Kameras, genau. 3 Kameras und quasi den Swift-Monitor als 4. Kamera. Ja, und auch wenn ich, also da muss ich mal sagen, aus meiner Perspektive, auch wenn ich natürlich zum Team und zur Redaktion dazugehöre, ich habe mich in diesem Moment total als User verstanden. Also einfach, weil ich Teil des Events war. Ich war nicht zu sehen. Ich habe nirgendwo irgendwas kommentiert oder gemacht oder sonst irgendwie. Und ich fand das richtig cool. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich da echt einfach so, das war irgendwie gerade in dieser Zeit wahrscheinlich für viele auch einfach so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, dass du denkst, okay, wir haben sowieso einen an der Meise, aber es gibt echt noch ein paar hundert andere, die gerade am Morgen irgendwie, also sowas Verrücktes
mit einem machen. Ich habe dann an dem Abend zuvor, als mir da Leute noch geschrieben hatten, irgendwie dann viel Spaß, ironischerweise manchmal auch gewünscht haben, habe ich manchmal zurückgefragt, bist du auch dabei? Und da haben einige noch geschrieben, ja, muss ich irgendwie noch meiner Tochter und meiner Frau verkaufen. hat dann auch bei einigen funktioniert. Also finde ich schon echt Wahnsinn, dass es möglich ist, Leute dazu zu bringen, sowas Beklopptes zu machen. Aber es sind ja bekanntlich auch die Sachen, an die man sich zurückerinnert. Also ja. Ich fand das schon cool am Abend vorher, als es losging, als so hier und da in Social Media so Bilder aufpoppten, wie die Leute ihr Setup schon fotografiert haben. Teilweise mit Riegelrationen, wo ich gedacht habe, okay, die Saison fällt für die im Kopf wahrscheinlich schon auf. Die haben erstmal die Riegel von allen Rennen, die sie geplant haben, auf einen Haufen geworfen. Garnisonen von Fahrradflaschen, die da standen irgendwo. Also da war schon irgendwie so ein cooles, ey komm, wir packen das Gefühl. Wir packen das zusammen an, ja, und auch hinterher die ganzen Bilder und es war einfach großartig. Das hat auch mir dann so ein bisschen, ich meine, ich habe ja gelitten, wie man gesehen hat, habe das ein bisschen unterschätzt, so diese Multitasking-Fähigkeit. Ich habe ja schon mal eine Langdistanz auch mit Kameras gemacht, aber das war nochmal eine besondere Herausforderung, weil es eben live war und sich da natürlich auch keine Blöße geben wollte. Und du konzentrierst dich entweder aufs Radeln oder auf diese ganzen Schaltpuls und Monitore vor dir irgendwie. Beides ging nicht und dann merkst du auch nicht mal, dass du einfach voll in den Berg reinfährst und erstmal richtig überpaced und so. Ich bin auch dreimal abgestiegen unterwegs. Das erste Mal war, als mir dann auffiel, es war alles perfekt aufgebaut, aber mein Handy lag noch 5 Meter weg auf der Ladestation und meine Familie durfte ausschlafen. Also ich habe das dann alleine da gestartet und musste dann einmal absteigen, um mein Handy zu holen. Einmal, weil ich dachte, boah, diese Werte, die stimmen überhaupt nicht irgendwie. Und dann schrieb mir jemand, du musst das mal kalibrieren und so. Dann habe ich mir während des Radelns die App runtergeladen von Wahoo, weil ich ja dieses Kickerbike da zum ersten Mal quasi ausprobiert habe. Habe mir die App runtergeladen, habe das mit dem Kalibrieren nicht gefunden. Irgendwer sagte mir, ich müsste 2 Minuten anhalten, was ich dann gemacht habe und so. Ne? Im Nachhinein habe ich dann gelesen, das Rad lässt sich überhaupt nicht kalibrieren. Das ist so perfekt eingestellt und muss nie kalibriert werden. Und beim dritten Mal musste ich dann auf Klo. Ja. Ja, es ist, ich muss echt sagen, wir haben das ja auch schon abseits von der Thematik jetzt aufgegriffen und waren uns einig, dass wir so diese Corona-Krise oder die Zeit jetzt, wo das so massiv unseren Alltag prägt, da werden wir uns wahrscheinlich immer dran erinnern, ja. Neben all den Faktoren, die da richtigerweise auch im negativen Kontext zur Geltung kommen werden, immer wenn man daran zurückdenkt, werde ich wahrscheinlich für mich persönlich auch immer daran denken, wie wir irgendwie improvisiert haben und dass das bedeutet hat, dass wir 180 Kilometer oder noch mehr zusammen auf Swift gefahren sind. Also daran muss ich wahrscheinlich ab jetzt auch immer denken, wenn ich an die Zeit irgendwie erinnert werde. Ja, ne? Also da lassen wir uns auch sicher nochmal wieder was einfallen. Also wie gesagt, auch die Leute bei Swift waren begeistert und auch wenn die gerade Aufnahmestopp haben, haben die gesagt, ja, wir möchten schon gern mit euch da in der Form weiter zusammenarbeiten und da kommt bestimmt was. Wir können euch nicht sagen, wann da draußen, aber wir sind da guter Dinge, dass wir da nochmal die ein oder andere Aktion machen. Wir sind ja nicht die Einzigen, also ich habe gefühlt schon 12 bis 15 Einladungen zu virtuellen Laufevents, teilweise sehr kompliziert, dass man Dinge abfotografieren muss und so weiter irgendwo bekommen und so. Das können wir alles gar nicht in der Masse verfolgen, aber wir überlegen, was wir an eigenen Aktionen machen. Alle anderen werden viral gehen, wenn sie gut sind. Wenn sie nicht so gut sind, dann haben sie halt keine großen Zugriff und Beteiligung oder so. Aber wenn, dann machen wir was, wo wir auch richtig dahinter stehen. Und tut uns leid für jeden, der uns da anschreibt, könnte dies oder das posten. Das wäre zu viel, weil wenn, dann müssten wir alle gleich behandeln. Und dann wären unsere Kanäle auch nur mit solchen Dingen verstopft. Und dann käme es langsam auch irgendwo in eine Beliebigkeit. Oder die Leute müssten sich aussuchen, ob sie nun hier die 3 Meilen oder da die 5000 Meter laufen irgendwie. Ja. Also ist nicht böse gemeint, aber wir wollen das einfach so ein bisschen kanalisieren und wenn dann auch irgendwas, wo wir auch voll dahinter stehen und sagen, hey, da haben wir zusammen mit unseren Usern oder Zuhörern oder wer auch immer was erreicht. Ne? Ja, was ich auch noch echt witzig fand, das Ganze war ja quasi, du hast es als Social Ride bezeichnet in der Veranstaltung, aber offiziell ausgeschrieben war es ja als Rennen. Ja, ich habe es ja auch umbenannt nachher noch, aber ich glaube nicht überall als Social Race. Ja, ja genau, das habe ich dann auch gesehen. Aber wie wir einfach Leute nicht nur dazu gebracht haben, 180 Kilometer irgendwie durchzufahren, sondern da waren ja echt etliche dabei, die richtig hart geballert haben. Ja. Also die sind halt wirklich auf die Rolle gestiegen und sind quasi 5 Stunden Best Average gefahren. Ja. Also so im Rahmen
der Möglichkeiten natürlich. Und natürlich ist 5 Stunden auch nie ein hochintensiver Bereich. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass es ein ganz großer Unterschied ist, ob man da irgendwie nur locker die Pedale rumdreht oder immer im Hinterkopf hat, dass man jetzt so viel drücken sollte, wie geht. Ja. Das fand ich schon Wahnsinn. Also irgendwie da, wir hatten ja auch Profis dabei. Patrick hat es ja leider nicht reingeschafft, aber ich habe gesehen, Sebastian Gur zum Beispiel, der auch ein gerade von den Werten sehr guter Radfahrer ist, ist das Ganze in 4,5 Stunden mit 270 Watt oder so durchgefahren. Ja. Felix Krauter, der, also Shoutout an der Stelle, der auch ganz oft schon die Einheiten der Woche von uns nachgefahren ist und teilweise mit mehr Watt als die Profis. Der hat das echt mal verdient, dass man ihm da Respekt zollt, weil das ist schon sehr, sehr krass. Ist das, glaube ich, mit knapp 280 Watt durchgefahren. Also da waren echt schon richtige, richtige Granaten dabei. Ja. Und ich habe auch noch dann Rückmeldungen bekommen von anderen Athleten, die wirklich auch sehr, sehr gut sind, die so meinten, ich habe die Veranstaltung gestern Abend gesehen, habe dann kurz überlegt und dachte mir dann, nein, einfach nein, 180 Kilometer Wettkampf auf Sylt, wie bescheuert ist das? Und deswegen, ich glaube, das war so für alle irgendwie eine coole Aktion, sich da entweder aufgerafft zu haben, das zu machen, aber auch für andere, die entweder keine Zeit hatten, keine Lust hatten, vielleicht nicht irgendwie austrainiert genug sind, um das zu machen, weil das ist ja auch wirklich nicht jedem zu empfehlen. Nee. Einfach um das mal zu sehen, wie du schon gesagt hast, sich vielleicht unterhalten zu fühlen oder auch mal motiviert zu sein, so ein Quatsch, wie es ja letztendlich auch ist, vielleicht eines Tages doch mal zu machen. War, glaube ich, eine coole Sache. Ja, also es war der Sprung ins kalte Wasser für viele. Wie gesagt, ich habe einmal am Tag vorher wirklich auf diesem Bock da drauf gesessen. Also es ist ein geniales Gerät. Ich habe noch ein bisschen gemessen an meinem Straßenrennrad, so ein paar Abstände und Winkel und so, und habe versucht, es bestmöglich darauf einzustellen. Habe mir auch noch neue Pedalplatten unter nagelneue Radschuhe geschraubt. Habe wenigstens die alten Einlagen reingepackt. Ich habe mir noch nie so viele Blasen beim Radfahren geradelt. Also kann man es so zusammenfassen, du hast eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, und genau das gemacht, was wir unseren Lesern raten, nicht zu tun. Genau, ich habe mich mal wieder in die Rookie-Position begeben. Und aber ich habe es auch geschafft irgendwie. Ich denke mal, ich habe so fast das Feld abgeschlossen. Sieger 4 Stunden 24, wenn ich recht informiert bin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ein bisschen langsamer. Ich habe nur im Livestream gesehen, da meintest du, Timo Schaffelt hat gewonnen. Das ist der ist allerdings nur 1,5 Stunden mitgefahren. Das war irgendwie ein Fehler vom System. Ach so, okay, ja. Also der war nur kurz dabei und deswegen Endzeit weiß ich jetzt gar nicht, aber müsste auf jeden Fall unter 4,5 Stunden gewesen sein. Ja. Schon sehr, sehr ordentlich, wie gesagt. Also da waren Werte von 270 bis 280 Watt dabei. Ja, die waren bei mir nur gar nicht so. Aber wie gesagt, mir ging es nicht darauf an, und am Ende war es auch nicht irgendwie ein Leistungsabbruch, sondern ich konnte und wollte einfach nicht mehr sitzen. Mir tat der Hintern, der Rücken, die Füße weh, mir tat alles weh, und ich wollte es irgendwie noch zu Ende bringen und musste ja die ganze Zeit noch reden dazu. Und ja. Also es gab zwei richtige Enttäuschungen für mich während dieses Vormittags. Das eine war, ich habe ja ein paar Filmeinspieler mitgebracht. Und die eine Enttäuschung war, als der letzte Film durchgelaufen war und ich gesehen habe, scheiße, du musst jetzt noch über eine Stunde reden hier. Wo ich nur gedacht habe, wie füllst du diese Stunde? So in dem Wissen, so langsam bröckeln die Leute auch draußen ab, weil die alle zu Ende gefahren sind. Ich bin jemand alleine da und muss noch reden für die, die noch zuschauen. Und die zweite Enttäuschung, wo ich echt sagen muss, Zwift, da habt ihr auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Dieses Zieltor, das war ja einfach nur enttäuschend. Ja, irgendwie so, als wenn man durch so eine Lichtschranke durchfährt. Ne? Also da kann man sich zumindest für die ganz harten Dinge noch irgendwas einfallen lassen. Ne? Das stimmt, aber um einmal den Bogen zu spannen, Swift war tatsächlich sehr, sehr kreativ, und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieses Dinosaurierrennen beim Laufen von den Profiathleten. Nee. Hast du gar nichts gesehen davon? Nee, habe ich nichts gesehen davon. Kennst du diese Dino-Kostüme? Ja, ja, ja. Wo auch etliche Videos immer regelmäßig viral gehen von Leuten, die dann in Supermärkten Quatsch damit machen und so. Ja. Die hat Swift quasi als Bekleidung zur Verfügung gestellt für ein virtuelles Rennen beim Laufen auf Swift. Ja. Mit einem Überraschungsgast, und hat ganz viele Profiathleten eingeladen. Lionel Sanders war dabei, Jan Frodeno war dabei, Lucy Charles war dabei, Jesse Thomas war dabei, Tim Don. Und der Überraschungsgast war Mo Farah. Oh,
Und dann sind da quasi alles, was Rang und Namen hat und entweder bei Swift auch, weiß ich nicht, unter Vertrag steht oder damit in Verbindung ist oder aber einfach nur so als Profiathlet das regelmäßig nutzt und sich irgendwie eingeladen gefühlt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine offizielle Veranstaltung war, die frei zugänglich war oder ob das mit Einladung einfach eine Aktion von Profiathleten generell. Bin ich mir nicht sicher, habe ich nicht ausreichend genug verfolgt, habe es nur im Nachhinein gesehen. Das war aber sehr, sehr witzig. Also da die weltbesten Triathleten mit Mo Farah zusammen ein Rennen, ich glaube über 10 Kilometer waren es, dann teilweise auch wirklich richtig fix gelaufen, viele unter Dreierschnitt zwischenzeitlich in Dinosaurierkostümen. Also da hat sich Swift auf jeden Fall ja, cool. was Schönes einfallen lassen. Das sieht sehr, sehr witzig aus. Ja, ja. Ich greife dir jetzt mal vor. Ich sehe, du hast was anderes eingetragen in unser Board. Aber die Einheit der Woche war für mich tatsächlich, da ist einer in Lübeck, der hatte keinen Bock, nach 180 Kilometern vom Rad zu steigen. Der ist 200 Kilometer oder ich glaube sogar 201 durchgefahren. Und ist dann noch ein Koppellauf draufgelaufen. Der ist noch nach diesen über 200 Kilometer auf Swift, ist der noch 8 Kilometer mit einem 330er Schnitt gelaufen. Und der heißt Simon Müller. Der muss ja vollkommen bescheuert sein. Ja. Ja, ich wollte irgendwie die Chance nutzen. Wenn dann richtig. Ich bin einmal in meinem Leben über 200 Kilometer gefahren. Das war beim Küstenklassiker auf Mallorca vor 3 Jahren im Trainingslager mit meinen Vereinskollegen und Freunden. Und habe dann gedacht, irgendwie jetzt virtuell, wenn du eh schon 180 fährst, du hast an dem Tag sowieso nichts mehr vor. Du kannst auch nicht raus. Du siehst auch niemanden. Also dann die 20 Kilometer wollte ich dann unbedingt auch noch machen. Habe ich mir dann so zwischenzeitlich überlegt. Und dazu muss man ja fairerweise auch sagen, ich hatte jetzt am Ende irgendwie einen 37,5er Schnitt stehen. Das ist ja alles virtuell. Ja. Also das war auch so ein Grund für mich, dass ich gesagt habe, okay, die 20 Kilometer danach, wenn du vergleichsweise auch 180 draußen fahren wollen würdest, müsstest du auch schon länger unterwegs sein. Weil ja, ich finde auch, es ist alles virtuell. Ich fahre ihn echt viel, viel schneller. Ja gut, bei dir ist es wahrscheinlich wirklich so. Klar, da kannst du dann auch nicht nebenbei reden und Bespaßung machen, aber deswegen, das ist ja für mich jedenfalls nicht einfach so vergleichbar. Also ich kann nicht einfach jetzt mal rausgehen und dann in der gleichen Zeit fast einen 38er-Schnitt fahren. Das ist dann ja schon alles berechnet. Und ich muss auch echt sagen, ich habe nach 2 Jahren jetzt das erste Mal bei Swift mir irgendwelche Sachen gekauft und habe gesehen, dass man die ja mit den teilweise mit diesen Schweißperlen da bezahlen kann. Ja, dann habe ich, hab ich mir erstmal das Pinarello geholt und die Zip-Laufräder, weil ich so viel angesammelt hatte in den letzten 2 Jahren, dass ich mir das Equipment auch leisten konnte. Also das Equipment habe ich in echt auch nicht, von daher wäre ich wahrscheinlich langsamer gewesen. Ich versuche das jetzt nur irgendwie zu relativieren. Ja, ja, ja. Ja, gut. Auch ein ganz interessanter Aspekt. Wir konnten vorher ein paar Einstellungen vornehmen an diesem Event und wir haben gesagt, okay, wir fahren als Triathleten, wir schreiben es als Rennen aus, also ist für uns klar, Zeitfahrräder. Ja? Wenn man Rennen ausschreibt auf Swift, dann gilt grundsätzlich der Windschattenvorteil. Das heißt, wenn du in einer Gruppe fährst oder so, fährst du automatisch schneller. Wenn du aber auf dem Zeitfahrrad, was du dir aussuchen kannst, unterwegs bist, dann ist dieser Windschatten-Effekt abgeschaltet. Ja, also jetzt waren wahrscheinlich die Leute schlauer, die mit dem Rennrad gefahren sind virtuell, weil da der Windschatteneffekt galt, der wahrscheinlich größer ist, solange du jemanden vor dir hast, als wenn du virtuell auf einem Zeitfahrrad fährst. War das verständlich? Ja, klar. Ja, hast du absolut recht. Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken drüber gemacht. Ich fand es nur dann cool, weil ich trainiere ziemlich viel eigentlich mit Swift und Indoor sowieso, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie ich als virtueller Charakter bei meiner Intervalleinheit aussehe, weil mir das quasi egal ist und ich fahre keine Rennen auf Swift. Ja. Einfach weil es sonst im Trainingsplan nicht steht und auch einfach nicht reinpasst. Und das war das erste Mal, dass ich mir überhaupt Gedanken drüber gemacht habe. Und dann habe ich mal gesehen, was für abgefahrene Sachen es da mittlerweile gibt. Also ich war ja vor 4 Jahren, glaube ich, oder vor 3,5 Jahren noch Beta-Tester bei Swift, als es das Ganze noch nicht offiziell gab. Ja. Und da war das ja alles so weit weg, irgendwie zwischendurch habe ich natürlich immer erfahren und dann auch gesehen, was es für Möglichkeiten gibt, aber ich habe vieles davon auch einfach selbst nicht in der Tiefe ausprobiert. Also ich wusste natürlich schon, dass man sich da Räder kaufen kann und auch irgendwie die Räder, die man ganz normal sonst auch im Alltag fahren kann oder sich kaufen könnte, aber irgendwie das dann selbst zu machen, war doch nochmal was anderes. Ja,
Kann ich bestätigen. Wobei, bei mir war es ja noch, eigentlich interessiert es ja niemanden, wie man auf Swift aussieht. Ne? Aber ich habe einen Anschiss dafür bekommen, dass ich mir irgendwann das Shirt ausgezogen habe. Ja, also erstmal habe ich viel Lob bekommen. Ich meine, da muss man nicht für gelobt werden. Die Leute haben alle nur gefragt, sage ich mal, warum schwitzt du nicht? Ja, also, aber ich habe immer gemerkt, ich schwitze vielleicht nicht so sichtbar, aber ich müffel ganz gut und ich musste mich von diesem Shirt trennen. Normalerweise fahre ich Indoor sowieso ohne Shirt, aber da dachte ich einmal, okay, fürs Fernsehen, ja. Aber es ging nicht mehr irgendwann. Ja, du sagst das ja, wir sind ja alle Sportler und ich glaube, das kennt auch jeder, das ja, Gefühl. Ja, ja. Gerade bei so vielen Stunden irgendwann. Ja, manche Fragen müssen einfach aus Gründen der Political Correctness gestellt werden und sind dann auch erlaubt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja noch, um das Ganze vielleicht noch einmal abzuschließen, ich habe ja bis quasi einen Abend vorher noch Matt Troutman bearbeitet. War mit dem im Austausch, weil der hatte auch schon vor 2 Wochen oder so angekündigt, er wollte ja auch beim Ironman Südafrika starten. Ist ja auch sein Heimrennen oder wäre sein Heimrennen gewesen und hat dann auch gleich gesagt, die 180 Radkilometer fährt er auch auf Swift. Es war aber lang nicht klar, ob er dafür eine offizielle Veranstaltung bekommt. Ja. Und er hatte erst damit geplant, quasi irgendwie entweder so ein Meetup zu erstellen oder den Leuten zu sagen, wann er startet und welche Route er auswählt, dass man quasi dann zusammenfahren kann. Ja. Beziehungsweise dann gegeneinander. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, hier, wir haben das als offizielle Veranstaltung und irgendwie, wenn er Lust hat, das wäre natürlich auch ein cooles Duell gewesen zwischen ihm und Patrick, wenn das geklappt hätte. Aber dann hat er im letzten Moment auch noch bei Swift das so organisiert bekommen, dass er doch noch eine offizielle Veranstaltung gekriegt hat. Der ist eine Viertelstunde nach uns losgefahren, um 8 Uhr, irgendwie mit 150 Leuten dann, hat das Ganze mit 288 Watt beendet, also der hätte wahrscheinlich auch bei uns gewonnen. Ja. Hat einen anderen Kurs gewählt, also der hat 5 Stunden gebraucht tatsächlich, auch bei der Wattanzahl, der hatte deutlich mehr Höhenmeter. Ja, aber das wäre natürlich auch nochmal ein Highlight gewesen, hat nicht ganz geklappt. Ja, ja. Aber wie gesagt, wir arbeiten dran. Wir möchten natürlich auch gerne noch eine Verknüpfung daher bekommen zu den Trainingsplänen von Power & Pace. Wer in der Power & Pace Gruppe auf Facebook ist, der sieht, dass es da manchmal Einladungen gibt zu Events, die sind privat organisiert aus unserer Community. Der Frank Urban organisiert das. Freut uns sehr, wenn da Initiative besteht, aber das sind keine Dinge, die jetzt von uns direkt ausgehen. Das ist eher so ja, aus der Community entstanden, wo man sich dann verabreden kann. Ich glaube, heute an dem heutigen Dienstag wird da um 19:30 oder 20 Uhr losgeradelt. Ich werde es wohl nicht schaffen, mich da anzuschließen. Die fahren dann oft die Intervalle vom Qualifier-Plan und wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es da mehr von uns gibt. Ja. Ja, also wie gesagt, und es wird mehr geben, weil wir einfach Bock drauf haben, es hat richtig Spaß gemacht und da mache ich mich auch gerne mal dann zum Hampelmann. Ne, ich meine, das habe ich ja über den ganzen Winter gemacht, überwintern mit Frank, Projekt Ironman Südafrika. Ja, da müsst ihr leider noch einen Winter durch. Ja, das Thema Rennen, Rennabsagen und so ist ja ein großes Thema, aber wir haben einen Gesprächspartner, mit dem wir sprechen wollen und mit dem werden wir sicher auch über diese Fragen sprechen. Und zwar ist das jemand, der in der Triathlon-Szene aus verschiedenen Gründen sehr aktiv ist, involviert ist. Und zwar als Athletenmanager, als Vertreter der Industrie, als Veranstalter von besonderen Triathlon-Events und als der beste Schwimmer in der Geschichte des Ironman Hawaii. Und den versuchen wir jetzt mal zu erreichen, den Jan Sibbersen. Ich versuche mal die Verbindung herzustellen. Sibbersen? Hallo Jan, hier ist der Frank und wenn alles geklappt hat, ist der Simon auch in der Leitung. Ja, genau, hier bin ich. Hallo Jan. Hallo Frank, hallo Simon. Jan, wie geht's dir in diesen verrückten Zeiten, nicht nur für den Triathlon, sondern auch für den Mensch, Jan Sibbersen? Schwierige Frage, aber ich sag mal, es war schon immer ein Marathon oder ein Ironman oder eine Langdistanz und so fühlt es sich auch irgendwie gerade an. Also von wegen weniger Arbeit, eher mehr Arbeit und in Summe, ja, ich glaube, da kann ich aber auch für Chile sprechen oder für fast alle große Herausforderungen, von denen man nicht weiß, wie es ausgeht am Ende. Ja, ja, das können wir, glaube ich, alle bestätigen. Du bist ja selbst mit der Firma Sailfish vor allen Dingen bekannt im Triathlon-Sport. Jetzt wartet ihr wahrscheinlich drauf, dass das Wetter besser wird und die Leute in die Seen gehen können. Ja,
In der Tat, also wir sehen schon, also abgesehen davon, dass wir natürlich auch massive Umsatzeinbrüche haben, weil im Grunde genommen unser, jetzt nicht unser gesamtes Geschäft eingebrochen ist, aber das Geschäftskundengeschäft ist de facto tot. Es passiert noch ein bisschen was online, aber in keiner Weise genug, um die Kosten auch nur halbwegs zu tragen hier. Aber wir sehen schon, dass gerade so in den südlichen Ländern verstärkt Neoprenkappen bestellt werden, Neoprenhandschuhe, Neoprensocken. Und natürlich, dass die Leute dann wahrscheinlich in eiskalte Seen gehen oder ins Meer. Und das ist eigentlich auch unsere, sagen wir mal, der Strohhalm, an den wir uns klammern gerade, dass wenn es jetzt wärmer wird in den nächsten 3-4 Wochen und dann die Ausgangssperren ein bisschen gelockert werden, dass die Menschen dann halt rausgehen und nicht ins Schwimmbad gehen und eben im Freiwasser irgendwo schwimmen. Ja. Ja. Du bist ja selber bis vor kurzem Weltklasse-Schwimmer gewesen, kann man sagen, ja, mit deiner Bestzeit da auf Hawaii. Musst wahrscheinlich noch über mehrere Jahre abtrainieren. Du machst auch irgendwo was öffentlich mit Training, wo andere Leute dir zugucken können und auch Athleten, die ihr betreut, zugucken können. Ja, genau. Also wir haben uns relativ zeitnah nach Ausbruch der Krise hingesetzt, beziehungsweise treffen wir uns mittlerweile auch nur noch in Videokonferenzen und haben darüber beratschlagt, was wir oder was denn jetzt angemessen wäre, in Sachen Marketing zu tun und oder auch zu lassen. Und wir haben zunächst entschieden, dass wir kein produktbezogenes Marketing mehr machen. Einfach aus der Situation heraus, weil wir denken, dass es jetzt wichtigere Dinge gibt, als Produkte anzupreisen, wo auf der ganzen Welt Leute sterben. Und gleichzeitig haben wir aber gesagt, Mensch, wir wollen aber auch irgendwo präsent sein. Wir wollen der Community ein bisschen was helfen oder was zurückgeben. Und wer eignet sich da besser als dann letztendlich, dass der Chef vorne steht? Und wir machen hier auch so. Ja, genau. Also ja, das ist irgendwo dann, glaube ich, auch in der Natur der Sache eines halbwegs vernünftigen Leaderships, um es mal vorsichtig zu sagen, dass man sich an die Front stellt und seinen Kunden und der Community eben auch hilft. Und wir machen täglich 18.30 Uhr eine halbe Stunde Train at Home bei Sailfish. Und unter der Woche war ich jetzt meistens selber aktiv, aber wir versuchen jetzt auch in den kommenden Wochen, also wir werden es auf jeden Fall noch komplett im April aufrechterhalten, versuchen in den kommenden Wochen jetzt auch immer wieder Profiathleten von uns mit einzubinden und eben nicht nur Krafttraining zu machen oder schwimmspezifische Sachen, sondern auch hier und da mal eine Yogastunde und Stabi und versuchen da wirklich kreativ zu sein, um die Leute auch ein bisschen bei Laune zu halten, weil ich glaube, das ist auch in der jetzigen Zeit extrem wichtig. Wo kann man das sehen? Bei Facebook. Bei Facebook. Wunderbar. Bei Facebook einmal live und man kann danach, wir teilen das dann auch immer noch alles, man kann das auch dann später machen. Also wer erst um 9 mit dem Homeoffice fertig ist oder wenn erst um 9 die Kinder im Bett sind, auch dann kann man sich noch eine halbe Stunde Zugseil mit Jan geben. Okay, und deine beiden Vorzeigeathleten, Laura Philipp und Patrick Lange, die sind verpflichtet, da mitzumachen? Also vorm Fernseher dann? Der Patrick hat, glaube ich, schon mal reingeschaut, aber ich habe ihn jetzt für nächste Woche planen wir, dass er selber eine Sendung leitet. Ich glaube, der trainiert auch so noch ganz gut zu Hause und ich bin da auch mit Rat und Tat in Sachen Schwimmform, stehe ich da zur Seite. Ja, deine Athleten, wie geht's denen? Was ist bei denen gerade so im Kopf los, wo man nicht absehen kann, wann diese Form, wo auch die intensiv darauf hintrainiert haben, dann irgendwann mal zum Einsatz kommen kann? Ja, also beim Patrick ist es so, wir wollten eigentlich wäre für heute war die Pressekonferenz angesetzt mit Ironman und wir hätten eigentlich heute announced, dass Patrick in Frankfurt startet. Ja, ist zu spät, das hat er schon am Sonntag bei uns in der Live-Übertragung von der Rolle erzählt. Also. Ja, gut, ja, ich glaube, es ist eh schon gesickert und ist eh hinfällig mittlerweile. Und das ist momentan, im Grunde genommen, wir fliegen auf Sicht. Also wir planen von Woche zu Woche. Wir haben jeden Montag haben wir einen Call zusammen mit dem Björn Geßmann, mit seinem Trainer, mit meiner Mitarbeiterin, mit Julia, seiner Patricks Frau. Und da besprechen wir uns, schauen, was wir
Patrick natürlich mit Björn, was er dort rein athletisch oder sportlich machen kann. Wir sprechen darüber, was man in Sachen Öffentlichkeitsarbeit machen kann auch, oder, und auch für die Sponsoren machen kann. Und so planen wir gerade von Woche zu Woche. Ist jetzt vielleicht nicht die idealste Situation für die Motivation, aber auch da ist meiner Ansicht nach so, dass gerade die Leistungsträger des Sports und der Gesellschaft sich jetzt meiner Ansicht nach vorne hinstellen sollten und den Karren weiterziehen müssen und sollen in diesen schwierigen Zeiten und den Menschen draußen auch ein bisschen Beistand geben. Ja. Wie ist denn das so mit der langfristigen Motivation? Gibt es da jetzt gerade noch sportliche Ziele, an die man sich klammern kann? Also ist es dann tatsächlich noch irgendwie die Hoffnung, dass, ich sag mal, wenigstens Hawaii zum Beispiel stattfindet? Oder ist es aus sportlicher Sicht einfach auch ganz, ganz schwierig, gerade da irgendwie so ein Strohhalm zu finden? Naja, ich sag's jetzt mal so. Also ich meine, ich war ja früher mal Leistungsschwimmer und auch im Becken unterwegs. Und das Größte für einen Sportler, der eine olympische Sportart betreibt, sind Olympische Spiele. Und da hast du im Grunde genommen einen Zyklus von 4 Jahren. Also da ist dein Ziel eigentlich irgendwie 4 Jahre weg, auf das du dich motivieren musst. Und auch wenn, sage ich mal, bei den Triathleten ist ja immer, oder auch bei den olympischen Sportlern natürlich dann Saisonziele gibt, Zwischenziele gibt etc., glaube ich, muss man jetzt einfach mal sich neu oder umorientieren und sagen, na gut, wenn jetzt halt vielleicht 2020 Kona nicht mein Ziel ist, dann ist es jetzt 2021 und ich mache halt jetzt mal eine Zweijahresplanung statt eine Einjahresplanung. Ist alles einfacher gesagt als getan, aber letztendlich bleibt momentan, glaube ich, kaum einem eine andere Wahl. Oder man könnte noch sagen, okay, ich mache irgendwelche Trainingswettkämpfe, wie auch immer. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass wir schon noch das ein oder andere Rennen in diesem Jahr sehen werden, wo sich auch noch die Athleten zeigen können. Ob das dann ein 70-3 oder ein ganzer Ironman oder Hawaii oder was auch immer ist, das weiß keiner. Aber irgendwas wird es meiner Ansicht nach in diesem Jahr noch geben, wo Athleten noch was zeigen können. Ironman hat ja angekündigt, dass es eine virtuelle Rennserie geben soll, auch mit Profis und Live-Übertragung. Seid ihr da schon angesprochen worden? Nein, ich habe die Ankündigung gesehen, aber ich habe noch keine Details. Ja, das soll ja im April losgehen. Der April startet relativ bald. Wir sind alle sehr gespannt. Auch wir wissen noch nichts so aus Pressekreisen, was sich da abspielen soll. Lassen wir uns überraschen. Ja, also ich glaube, die gesamte Ironman-Situation gerade hochkomplex, auch mit dem Verkauf jetzt letzte Woche, da passieren so viele Sachen gleichzeitig und haben auch so viele Wechselwirkungen aufeinander. Ich glaube auch, dass die Organisation gerade auch sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Von daher, Wir haben mit Sicherheit spannend. Wir haben bisher in der Podcast-Aufnahme nur über unser eigenes Swift-Event gesprochen. Der Verkauf von Ironman, der steht auf jeden Fall noch auf der Agenda, aber das können wir dann auch vorziehen. Also das haben die meisten Leute ja mitbekommen. Letzte Woche Donnerstag, der Tag, wo sich auf einmal die ganze Triathlon-Welt auf den Kopf gestellt hat. Erst wurde Challenge Rot abgesagt und dann kam die Meldung, dass Ironman gekauft wurde und zwar nicht von der Professional Triathletes Organization, der PTO, sondern von einer Firma namens Advance. Und einem weiteren Investor namens Orica, glaube ich. Und inzwischen ist auch durchgesickert, dass der Kaufpreis wohl, auf den man sich geeinigt hat, bei 730 Millionen US-Dollar liegt, nachdem die Wonder Sports Group in China die Marke mit allem, was da dranhängt, vor 5 Jahren für 650 Millionen gekauft hatte. Du kommst aus dem Investmentbanking oder zumindest aus dem Bankwesen der großen Finanzen. Wie hast du das Ganze aufgenommen und verfolgt? Ja, also ich glaube, da gibt's auch unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also meine Hauptbetrachtungsweise ist eigentlich die, tut es dem Sport gut und tut es der Marke Ironman gut, was gerade passiert. Und da würde ich sagen, meine erste Einschätzung dazu ist es, dass es eine positive Entwicklung ist, weil ich glaube, dass Ironman als börsengelistetes Unternehmen mit allen Verpflichtungen, die damit einhergehen, also sprich quartalsweises Reporting an die Börsenaufsicht, sehr hohe Transparenz den Investoren gegenüber und, weil das meiner Ansicht nach für das Geschäftsmodell, was Ironman fährt, nicht unbedingt förderlich ist. Ich glaube, da braucht es wirklich einen Investor oder einen Eigentümer, der einen etwas längerfristigen Blickhorizont hat
und nicht eben nur immer dem nächsten Quartalsergebnis hinterher hechelt und auf den Börsenkurs schauen muss. Von daher denke ich, wenn man sich anschaut, wer das jetzt ist, der da gekauft hat, also Advance eben in erster Linie, dann haben die doch vermehrt Firmen in ihrem Portfolio, die sie sehr langfristig halten und also langfristig, sprich 15 Jahre oder eben über die, sagen wir mal, gesamte Lebenszeit. Und es sieht meiner Ansicht nach so aus, als könnte das jetzt auch, sagen wir mal, der finale Eigentümer von Ironman für die nächsten, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre sein. Und das wäre auf jeden Fall mal zu begrüßen, weil so ein Investor oder so ein Eigentümer, der wird dann zunächst auch erstmal ins Business meiner Ansicht nach hinein investieren und nicht, wie jetzt vielleicht man es auch in den letzten Jahren ja auch gesehen hat, wie es Wanda teilweise gemacht hat, dann wirklich das allerletzte irgendwie aus dem Business rauszuquetschen an Profit und dass da vielleicht die ein oder andere Investition auch zu kurz kam. Also von daher sehe ich diesen Verkauf erstmal grundsätzlich positiv. Kam das für dich überraschend? Also wie hast du die Entwicklung verfolgt? Das ging ja über mehrere Monate mit verschiedenen Angeboten, mit Zurückweisungen, dieser ganze Prozess. Wie hast du den zwischendurch so wahrgenommen und auch eingeschätzt? Ja, es ist ja, also wie ihr schon gesagt, ich war auch mal im Investmentbanking unterwegs und da wird dann immer viel spekuliert und von außen geredet und im Grunde genommen wissen ja nur wirklich die wenige Akteure, das sind irgendwie dann vielleicht 10, 15 Leute, die da Bescheid wissen, was wirklich passiert gerade. Überrascht hat es mich in keiner Weise, dass das jetzt so passiert ist. Ich bin natürlich jetzt mit der Situation mit Corona, dass das dann noch alles zusammenfällt. Das hat mit Sicherheit auch nicht Wanda geplant und auch mit Sicherheit nicht der Käufer in irgendeiner Weise vorhergesehen. Deswegen, also ich glaube auch nicht, dass der Deal jetzt nochmal platzt, aber es gibt bei solchen Geschichten oder bei solchen Geschäften dann auch noch juristische Geschichten, nennt man sogenannte MAC-Clauses, Material Adverse Change heißt es auf Englisch. Also wenn noch grundsätzliche Dinge sich plötzlich verändern zwischen der Unterschrift und sozusagen der Überweisung, und in dem Zeitraum sind wir eben gerade, wo die Unterschrift geleistet wurde, aber die Überweisung höchstwahrscheinlich noch nicht getätigt wurde. Und wenn da natürlich dann die Geschäftsgrundlage wegbricht, zum gewissen Format oder bis zum gewissen Grad, kann es schon sein, dass es da noch mal ein bisschen im Gebell krabbelt und dass dann 730 Millionen nicht das letzte Wort ist. Aber überrascht hat es mich nicht. Ja, kann man das vielleicht als Grund sehen, dass Ironman doch in der gefühlten Wahrnehmung eher zurückhaltend ist, auch mit Rennabsagen? Absolut, absolut. Also man muss sich da einfach mal auch in Ironman hineinversetzen und ich meine, die behalten sicherlich die Regeln alle ein, aber ich glaube, momentan ist es eben auch wichtig, nicht, dass man nur alle Regeln einhält, die da draußen sind, sondern auch, wie man sie einhält und wie man sie kommuniziert. Und wir haben letzte Woche haben wir Expo-Rechnungen bekommen von Ironman für den halben Sommer, wo ich mich frage, Leute, habt ihr den Schluss noch nicht gehört? Also das würde ich niemals machen. Und meine Mannschaft bei Selfish hat die ganz klare Anweisung, erstmal mit jedem Kunden zu telefonieren und mit ihnen zu reden. Und aber andererseits wird natürlich Ironman jetzt gerade zum Quartalsende dem Käufer Zahlen vorlegen müssen. Und können mir schon vorstellen, dass man da eben ein bisschen abwartet, ob man vielleicht auch dann von höherer Stelle gezwungen wird, das ein oder andere Rennen abzusagen und dann eben höhere Gewalt geltend machen kann und dann daraufhin natürlich auch in einer besseren rechtlichen Position ist, gegebenenfalls Dinge nicht zurückzahlen zu müssen, beziehungsweise anfallende Kosten oder Dienstleister erst gar nicht bezahlen zu müssen. Also die Überlegungen, die sind da hundertprozentig im Spiel. Es ist aber meiner Ansicht nach eben auch eine ganz, ganz große Frage der Kommunikation. Wie und da vermisse ich momentan irgendwo auch ein bisschen die Transparenz seitens Ironman in Amerika. Ja, du hast ja auch Drähte nach Rot. Ich weiß gar nicht, bist du selber in Rot gestartet schon?
Als nee, noch nie, aber ich hab zum Felix Weichshöfer mal gesagt, also einmal muss, ich bin ja Franke, Oberfranke, und einmal muss man ja als Triathlet in Rot gestartet sein, und vielleicht mache ich das dann zu meinem 50. oder hoffentlich 60. Geburtstag, mal schauen. Ja, ja. Die sind ja nun eher als andere Veranstalter, die in dem gleichen Zeitraum liegen, an die Öffentlichkeit gegangen, haben das mit einer, man kann fast sagen, opulenten Show kommuniziert, werden jetzt so ein bisschen als Heilsbringer in der Szene gesehen und haben Ironman schon unter Zugzwang gesetzt, finde ich. Ja, das war wahnsinnig viel Pathos. Also als ich das Video gesehen habe, habe ich erst mal gedacht, hoppla, das sah ein bisschen aus wie eine Beerdigung. Aber klar, also ich sag mal, vom Grundsatz her absolut der richtige Schritt, da sofort die Reißleine zu ziehen. Und die Resonanz ist ja erst mal überwältigend positiv. Aber ich denke auch gleichzeitig, dass ein Privatunternehmer wie jetzt die Familie Weichshöfer, die haben natürlich da auch viel mehr Flexibilität und sind einfach da auch näher dran. Und das kommt ihnen auch gerade, glaube ich, zugute, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass sie da auch die Sympathien oder die Stimmung der Leute auf ihre Seite gebracht haben. Und ja. Das zu Recht. Du hattest vorhin schon angesprochen, du musst natürlich auch mit den Athleten sprechen, dass sie auch die Sponsoren weiter repräsentieren. Du bist jetzt selber als Marcus Helfisch Sponsor, aber auch als Athletenmanager natürlich mit Sponsoren in Kontakt. Wir wissen alle, die Athleten, denen entgehen auf jeden Fall Antrittsgelder, weiß ich nicht, wie es da ist, aber auch mögliche Preisgelder. Hast du so ein erstes Bauchgefühl, wie sich das auf der Sponsoring-Ebene über dieses Jahr auswirkt? Ja, also ich kann jetzt nicht allzu viel dazu sagen, aber wir hören schon vereinzelt auch von den ersten Industriepartnern, und natürlich muss ich mich das auch bei Selfish selber fragen, wie viele, ich kriege meine Mitarbeiter in Kurzarbeit, und wie viele Athleten kann ich denn dann am Jahresende oder wann auch immer die Rechnungen kommen, noch 100% bezahlen. Also auch da ist seitens der Industrie oder auch von unserer Seite, wir werden da auch mit unseren Vertragsathleten wahrscheinlich sprechen müssen, ob man das Ganze versucht eben zu schieben, Zahlungen ins nächste Jahr zu schieben, was auch immer, innovative, kreative Lösungen findet. Aber eins ist absolut klar, es wird jedem wehtun in dieser Krise, und jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, und keiner wird da wegschauen können. Und je früher diese Realisierung in den Köpfen der Menschen angekommen ist, desto besser ist es wahrscheinlich. Wie hast du das denn wahrgenommen für dich? Also gehörst du eher so zu der Fraktion, die das vielleicht ganz am Anfang des Jahres, so Januar, Februar, vielleicht noch ein bisschen unterschätzt hat? Oder hast du das langfristig auch auf dich persönlich, sage ich jetzt mal, mit den Punkten, die du angesprochen hast, zukommen sehen und dich schon gefragt, wie handelt man wenn? Oder gehörst du zu denjenigen, die das irgendwie letztendlich in kurzer Zeit wirklich sehr, sehr überrascht hat? Ich war ein bisschen in einer besonderen Situation. Ich hab mir im Februar das erste Mal in meiner unternehmerischen Laufbahn eine Auszeit gegönnt und war 4 Wochen in Südamerika, in Peru, und habe eine Expedition durch den Amazonas gemacht und war abgeschnitten von der Öffentlichkeit oder beziehungsweise vom öffentlichen Leben, hatte keinen Empfang, habe mich mit 2 Kartoffeln und ein paar Eiern und ein bisschen Reis und Gemüse am Tag am Leben gehalten. Und von daher habe ich den Februar de facto nicht erlebt. Also ich habe ihn schon erlebt, aber eben in einer ganz anderen Welt. Und kam dann zurück am 29. Februar und wurde eben mit dieser Situation, die ich im Januar hatte ich eben schon gesehen, was in China passierte, aber wurde jetzt praktisch dann damit konfrontiert Anfang März. Und für mich ging es im Grunde genommen darum, jetzt innerhalb von kürzester Zeit meine Kosten bei Selfish auf ein Minimum herunterzufahren, um einfach das Geschäft in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Und wir werden es überleben. Natürlich werden wir gerade gerupft wie wahnsinnig, aber wir werden da durchkommen. Und ich mache mir jetzt eigentlich, oder beziehungsweise schon seit Ausbruch der großen Krise hier in Deutschland, mache ich mir eigentlich mehr Gedanken darüber,
welche Chancen dieser Umbruch einem vielleicht als Unternehmer gibt, welche Chancen man dadurch entstehen, denn durch große Umbrüche entstehen auch immer große Chancen. Und jetzt in irgendeiner Form den Kopf in den Sand zu stecken oder zu sagen, oh, es geht alles unter und ich weiß nicht, was ich machen soll, das ist mit Sicherheit der falsche Weg. Das denke ich auch. Den Athleten steht wahrscheinlich aber erstmal hier und da zunehmend das Wasser bis zum Hals. Also Sponsoren, großes Fragezeichen, Preisgelder, Haken dran, wird nichts kommen. Antrittsgelder, weiß ich nicht, wie die Athleten verhandelt haben, wie die Bedingungen sind im Falle eines Ausfalls. Das, was wir als Firmen alle gerade hören, es gibt Rettungsschirme, das ist dann für die Triathleten die PTO. Ja, wo eine Bonuszahlung angekündigt wird. Jetzt lachst du. Ja, ich war jetzt bin jetzt nicht mehr ganz so nah an diesem Thema dran, wie jetzt noch im letzten Jahr, als sich das Ganze geformt hat im November, Dezember. Da war ich wirklich tagtäglich mit dem Thema beschäftigt, weil wir auch da am Anfang als Repräsentant eben von Laura und von Patrick sehr genau uns die Verträge angeschaut haben und uns da noch erhebliche Differenzen und Nachbesserungspotenzial gab, bis man sich dann mal geeinigt hat. Und dann hatten wir im Grunde genommen kurz vor Weihnachten unterschriftsreife Verträge seitens der PTO vorliegen, die dann auch ja von allen Athleten, also den Top-Athleten, die dann dort in der ersten Runde, sage ich mal, dabei waren, unterschrieben worden sind. Und jetzt plötzlich komme ich da aus dem Südamerika zurück und dann sagt die PTO, wir zahlen jetzt 2,5 Millionen statt 2 Millionen. Aber hier sind neue Verträge. Also jetzt haben alle Athleten oder zumindest nur mal Patrick und Laura neue Verträge bekommen. Da frage ich mich, was soll denn das jetzt? Und dann vor allen Dingen auch dann zu sagen, die Verteilung der Gelder. Man friert irgendwelche Weltranglisten ein und gerade diejenigen, die eh schon gut dastehen, sprich im Ranking weit oben stehen, die bekommen jetzt natürlich auch das meiste Geld. Aber es sind eigentlich die, die am wenigsten das Geld nötig haben. Eigentlich müsste man ja jetzt eher die unterstützen, die Platz 50 bis Ultimo, bis weiter unten stehen. Weil die krabbeln ja jetzt mal wirklich am Existenzminimum. Also und dann auch noch der Zusammenhang eben mit der WTC und dem versuchten oder jetzt gescheiterten Kauf von Ironman. Da sehr, sehr viele Fragezeichen kommen da bei mir, wenn ich die drei Kürzel PTO höre gerade. Okay, ja, hören wir von verschiedenen Seiten. Wir haben letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. Spannendes Thema, was uns begleiten wird, denke ich. Ne? Ja, aber die Athleten haben wahrscheinlich jetzt darauf gehofft, dass der Käufer von Ironman die PTO ist, weil die Athleten ja auch die PTO sind. Oder wie muss ich das verstehen? Naja, die PTO, ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt da schon in den vergangenen Podcasts drüber gesprochen habt, aber das sind ja, wie gesagt, diese zwei Arme. Also einmal wirklich die Athletenvertretung und sozusagen der Nicht-Profit-Arm. Und dann eben noch die Commercial-Seite von der, die Geschäftsseite der PTO, die dann eben Rennveranstalter wird und die sehr wohl ein geschäftliches, ein Profitinteresse hat. Und von meiner Ansicht nach war da von vornherein ein Interessenskonflikt gegeben und ich habe es schon von vornherein sehr, sehr kritisch gesehen, wie es denn sein kann, dass eine Athletenorganisation oder dass ein Athlet sich einer Athletenorganisation anschließt und dafür Geld bekommt. Es müsste ja im Grunde genommen genau andersrum sein, dass sich die Athleten zusammenschließen und sagen, wir werfen alle 5.000 Dollar oder was auch immer in einen Topf und haben dann einen, der uns hauptamtlich oder hauptberuflich repräsentiert und unsere Interessen wahrt. Aber ansonsten, so wie es jetzt strukturiert ist, ist meiner Ansicht nach von vornherein ein Interessenskonflikt vorprogrammiert, der über lange Sicht nicht gut gehen kann. Und ich meine, dieser Investor hintendran, dieser Mike Moritz, der jetzt wahrscheinlich zu kurz gekommen ist, weil er ja auch Ironman kaufen wollte, wie lange möchte der denn jetzt noch 2,5 Millionen oder 3 Millionen Dollar im Jahr ausgeben, ohne die Kronjuwelen zu haben mit dem Album dabei?
Das sind Fragen, die da im Raum stehen. Und wenn ich mir dann den Vertrag anschaue, den die Athleten vorgelegt bekommen, und soweit kann ich jetzt auch ruhig an die Öffentlichkeit gehen, und wenn da drin steht, dass dann die Top 20 in der Weltrangliste dazu verpflichtet sind, bei einem PTO-Event zu starten, sofern dieser PTO-Event mehr als $1 Million an Preisgeld ausschüttet, ja, dann würde ich ja als PTO im nächsten Jahr mal direkt mein $1 Million Preisgeldrennen auf das Datum vom Ironman Hawaii setzen. Und dann, spätestens dann, knallt's. Oh ja, oh ja. Ja, ganz spannend. So ein paar Punkte davon haben wir letzte Woche auch schon angesprochen, eben gerade auch diesen Anspruch darauf, wenn man jetzt schon mehr oder weniger der größte Geldgeber auf Athletenseite ist, dass dann der Schritt eigentlich nicht weit ist, auch für sich beanspruchen zu wollen, die größte Instanz im gesamten Sport zu haben, sprich, du hast es gesagt, an Ironman-Veranstaltungen oder eben Hawaii. Mich würde mal deine Einschätzung dazu interessieren, du hast es gerade schon angedeutet, aber so diese, beziehungsweise ich sehe das auch so, wenn man diese Athletengewerkschaft, sage ich mal, nach außen hätte repräsentieren wollen, dann wäre ja jetzt eigentlich die ideale Gelegenheit in der Situation gewesen zu sagen, okay, wir haben jetzt 2 Millionen US-Dollar oder 2,5 und eben gerade, weil es kein gerechtfertigtes Ranking gibt, eben weil auch in diesem Jahr keine Rennen stattgefunden haben, lassen wir das außen vor und verteilen das Geld eben nicht aufgrund von sportlichen Leistungen irgendwie rückwirkend über ein Jahr, anderthalb Jahre, sondern sagen, das Geld ist da, das Geld war eingeplant und wir verteilen es gleichmäßig auf die Top 100. Wäre das nicht irgendwie eine angemessene Reaktion gewesen? Ja, vielleicht nicht nur auf die Top 100, also vielleicht sogar auf die Top 200 oder je nachdem, oder auf alle, die irgendwo legitimiert als Profi unterwegs sind, kann man sich auch noch dann wunderbar drüber streiten. Aber auf jeden Fall in die Richtung. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich habe jetzt noch in letzter Zeit keinen Kontakt gehabt, aber dass die Top 10, sage ich mal, oder die Top 20 jetzt auf diese Zahlungen angewiesen sind. Und wenn man sich da jetzt auch vielleicht hinter den Türen einig wäre und sagen würde, hey, das ist jetzt vielleicht dann doch der falsche Schritt, dass da noch ein bisschen was korrigiert wird. Weil eins muss man auch sagen, den Athleten wurden die $5,000, diese Sign-up-Fee, wurden ihnen schon für Januar versprochen, nach der Unterschrift im Dezember. Und ich habe bis jetzt noch von niemandem gehört, dass er Geld bekommen hat. Oh. Also und wir haben jetzt, morgen ist 1. April, da ist das erste Quartal um. Ja, und dann kann man sich natürlich auch lange verstecken und sagen, naja, ist alles neu und überhaupt, aber irgendeiner muss halt auch mal machen und nicht nur reden. Hm. Ja, neue Aspekte, ja. Hm. Ja. Spannend. Das Thema, wie gesagt, wird uns schon beschäftigen, weiterhin, auch wenn Triathlon nicht stattfindet, aber der Triathlon-Zirkus steht nicht still. Ja. Definitiv nicht, definitiv nicht. Ich kann mich nicht über mangelnde Arbeit beklagen. geht uns ganz genauso. Ja. Ja, das waren viele interessante Aspekte, auf die wir hier so spontan gekommen sind. Danke, Jan Silbersen. Ich wünsche dir, deiner Firma und deinen Athleten, dass wir alle unbeschadet aus dieser Situation herauskommen und dass wir uns bald wieder nicht nur hier am Telefon, sondern irgendwo bei den Rennen da draußen treffen können. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Du hast es wunderbar schon alles gesagt. Das wünsche ich mir alles auch. Und hoffentlich sehen wir uns bald irgendwo draußen am Wasser, an der Laufstrecke oder an der Radstrecke wieder. Wir schwimmen aneinander vorbei mit 2 Meter Abstand demnächst an irgendeinem See. Ja, ist klar. Gut, vielen Dank, Jan Silbersen. Danke, Jan. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ja, hochspannend, was der Jan zu erzählen hatte. Das ist ja doch, wirft ja doch das ein oder andere Licht nochmal auf gewisse Dinge. Ne? Ja, ich finde es vor allem spannend zu hören tatsächlich, dass so die Sachen, über die wir vorher nur mutmaßen konnten, weil wir es de facto einfach nicht wussten, sich ja in vielerlei Hinsicht jetzt bestätigt haben. Ja, ganz krass. Also ja, finde ich teilweise auch schon sehr, sehr überraschend. Also ich hatte in den, gerade was das PTO-Thema angeht, in den letzten Tagen auch nochmal einen Austausch, auch mit Profiathleten. Und ja, wie Jan das auch schon angedeutet hat, da sind sich auch innerhalb der Athletenkreise nicht alle ganz so einig. Also auch wenn sie alle irgendwie jetzt hinter einer Organisation stehen, gehen die Meinungen da doch schon teilweise sehr auseinander. Ja, wohl wahr. Ne?
Ja, wie finden wir jetzt eine Überleitung? Einer, der davon massiv profitiert hat, jetzt auch von der angekündigten Ausschüttung, also wie gesagt, Sign-up-Fee ist wohl auch noch nicht gezahlt, aber die Ausschüttung des Bonustopfes ist Jan Frodeno. Wir haben darüber kommuniziert, dass er auch mit 100.000 Euro beteiligt ist. Auch er ist von der Absage von Rot betroffen, aber er hat angekündigt, Rot ist für ihn nur aufgeschoben. Ja, genau. Also gleich in einem Atemzug irgendwie gesagt, das Ganze im Idealfall, auch mit dem Feld, was sich angekündigt hat, ist jetzt nicht abgesagt, sondern rückt einfach nur ein Jahr in die Ferne und er hofft, dass dann alle dabei sind, die jetzt auch 2020 dabei gewesen wären und er startet dann 2021. Ja, die große Ambition der Roter war ja, das komplette Podium von Hawaii bei den Männern und den Frauen nach Rot zu holen. Jetzt ist die Frage, ob dazwischen nochmal ein Hawaii stattfindet. Wir werden es sehen, aber ja, wie gesagt, Jan Frodeno hat zumindest schon mal angekündigt, er ist dabei und er hat heute vor wenigen Minuten auch angekündigt, in welchen Schuhen er da laufen wird. Du bist unser Schuhexperte, Simon. Wie muss man das Ganze einordnen? Jan Frodeno arbeitet jetzt für die Dauer von 3 Jahren mit Hoka Ohne Ohne zusammen. Ja, jetzt kann ich ja sagen, ich wusste das alles schon lang vorher durch einen ganz einfachen Trick. Ich habe einfach alle meine Kontakte bei den Schuhfirmen mit der gleichen Nachricht angeschrieben und ihnen zum Signing von Jan Frodeno gratuliert. Und dann habe ich halt 8 Nachrichten bekommen, wo es hieß, Alter, spinnst du komplett? Und eine einfach ohne Anrede in Großbuchstaben mit, woher weißt du das? Und dann war halt klar, wie sich die Sache darstellt. Also bitteschön, ich habe so lange dich gehalten, aber nein, Quatsch. Du darfst jetzt nicht über unsere journalistischen Arbeitsweisen hier ausbauen, oder? Nein, also es war ja heute angekündigt. Investigativjournalismus, dachte ich jetzt, oder was? Also ich muss jetzt ja mal sagen, wir machen ja jeden Morgen um 10 Uhr unsere Skype-Konferenz hier. Das ist wirklich harte journalistische Arbeit. Eine Stunde lang reden wir über die Inhalte, die uns tagesaktuell beschäftigen. Und es stand heute Morgen ja schon fest, dass Jan Frodeno heute verkünden wird. Und wer hat es richtig getippt, wohin er geht? Unser Chefredakteur Nils Fließhardt und ich. Ja, ja, richtig. Nee, also ich habe natürlich gerade Spaß gemacht. Ich wusste das nicht vorher. Ich habe heute noch gesagt New Balance. Aber gut, Hoka macht aus vielen verschiedenen Perspektiven natürlich auch schon Sinn. Ne? Es gibt so, gerade wenn man im Triathlon-Bereich bleibt, keine Überschneidung zwischen den drei großen deutschen Namen, also Patrick Lange bei Adidas, Sebastian Kienle eben bei New Balance. Ich hätte gedacht, New Balance unter anderem vielleicht, weil sein Trainingspartner Nan Oliveras auch zum Beispiel New Balance trägt und vielleicht da irgendwie mal auch ein Kontakt zustande gekommen ist oder der gesagt hat, irgendwie meine Schuhe gefallen mir so gut und keine Ahnung, dann einfach aus dem Leistungsaspekt gesagt wurde, okay, ich probiere die mal aus und bin echt davon überzeugt und in die Richtung hat man dann vielleicht mal angefragt. Aber Jan Frodeno hat ja auch gesagt, er hat irgendwie viele Schuhe getestet. Ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem eine Frage des Vertrags. Ich glaube nicht, gerade bei der aktuellen Entwicklung, ich habe ja über die Laufschuhentwicklung auch einen Artikel in der aktuellen Ausgabe noch geschrieben, nimmt sich das alles nicht mehr so viel. Und zukünftig wahrscheinlich noch weniger, wenn erstmal sich bestimmte Technologien durchsetzen und es dann irgendwann nur noch um Feinheiten geht. Aber viele haben jetzt auch noch mal gefragt, es war ja relativ früh klar, dass es nicht Nike wird. Macht aber auch aus der, sag ich mal, PR-Sicht Sinn, weil Nike hat in vielen Bereichen einfach die Top-Athleten. Nike hat in den Jahren jetzt bestätigt, dass sie die schnellsten Schuhe bis dato hatten, die sind auch einfach aus Marketing-Sicht vielleicht nicht noch darauf angewiesen. Also wir haben es ja auch gesehen, auf Hawaii hatte das komplette Podium bei den Frauen die Schuhe, ohne dass es da in irgendeiner Form offizielles Sponsoring gab. Also wenn es eine Marke schafft, dass sich Athleten, die auf Weltklasse-Niveau agieren und Rennen gewinnen oder Podiumsplatzierungen einfahren, ihr eigenes Geld dafür ausgeben, um sich Schuhe zu kaufen und dafür auf Konkurrenzverträge verzichten, wo sie was bekommen würden, einfach aus Performance-Sicht, dann hat man es schon weit geschafft auf jeden Fall. Ja, von daher schauen wir mal, was da jetzt kommt. Ob es eine Frodissimo-Edition gibt vom Carbon X. Es gibt ja jetzt auch bei den Marathon-Trials in Amerika, hat man ja gesehen, es kommt auch noch ein neuer Carbon-Schuh von Hoka. Der sollte, ich weiß nicht, ob der offiziell dieses Jahr kommen sollte, wird wahrscheinlich nichts jetzt durch die Verschiebung von Tokio, weil das ja mit den Fristen oder vieles da an die Fristen geknüpft waren mit den neuen Regeln.
Also wahrscheinlich eher was für nächstes Jahr. Da haben die dann auch schon was Neues im Petto, was Jan Frodeno bestimmt auch schon selbst testen konnte. Also der gehört ja da jetzt wirklich zu den Athleten, die wahrscheinlich am besten versorgt werden mit Prototypen und auch viel testen wird. Vielleicht kriegt er auch einen Custom-Schuh. Ja, und ganz vielleicht beantwortet er uns das ja vielleicht auch irgendwann mal, wenn wir bei einem Rennen auf ihn treffen und mal dazu ansprechen können. Ja, da freuen wir uns drauf. Ja, also die Katze ist aus dem Sack. Meine erste Vermutung, Three More, Hashtag Three More, war ja Adidas, drei Streifen, aber wir wissen, er möchte noch dreimal Hawaii gewinnen, also da bleibt er uns noch, müssen wir jetzt hochrechnen, wie viele Jahre das dann noch sind, ja, wie es hängt alles vom Oktober diesen Jahres ab. Ne? Ja. Aber um nochmal nach Roth zurückzukommen, Jan Simmersen hat es auch eben erwähnt, also mir ging es genauso, diese opulente Präsentation einer Veranstaltungsabsage, die ist sicher einmalig in der Triathlon-Geschichte. Also ich hatte aber das Gefühl, es passt zu Roth, es passt zur Familie Weichshöfer, das Ganze in dem Duktus zu verkünden, wie sie es getan haben. Ja, also du bist ja viel, viel länger schon dabei als ich und warst häufiger in Roth, bist ja auch in Roth gestartet, hast dich in Roth qualifiziert. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber so wie ich jetzt Roth in den letzten Jahren auch immer wieder wahrgenommen habe, diese Atmosphäre zur späten Stunde im ja wirklich Triathlon-Stadion, muss man ja sagen, die emotionalen Acts mit Musik, mit allem, was dazugehört, mit dem Feuerwerk und mit, ja, letztendlich auch immer den emotionalen Abschlussworten von Felix Weichshöfer und von der ganzen Familie. Jeder, der das mal live miterlebt hat, der weiß auch, dass das einfach passt, so wie du schon gesagt hast. Also das ist einfach, es ist einfach stimmig. Und das ist es jetzt halt auch in der Zeit, wo die Veranstaltung nicht stattfindet, aber es ist auch die Art und Weise, wie da Triathlon gelebt wird, nämlich in erster Linie emotional. Und wenn es einen Rückschlag gibt, und das ist ja nun mal, wie Felix dann auch gesagt hat, der größte Rückschlag, den es in der Geschichte des Rennens bisher gegeben hat, dann wird mit dem natürlich oder wurde jetzt mit dem auch dementsprechend emotional umgegangen. Und ich glaube, das hat einfach ein Bild abgegeben, was man von Roth kennt und vielleicht auch erwartet. Also ich glaube, die Reaktion wäre jetzt viel, viel krasser gewesen, wenn das so irgendwie beiläufig verkündet worden wäre oder man gesagt hätte, so, ja, ihr könnt euch vorstellen, es lag irgendwie auf der Hand, leider wird das nichts und so müssen wir jetzt verfahren, um das alles abgewickelt zu kriegen. Da muss man ja auch einfach vielleicht mal sehen, was wäre die Alternative gewesen. Ja. Und in Anbetracht dessen, einfach stimmig, finde ich. Ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall haben sie mit einem Nerv getroffen, weil es dauerte nicht lange, da gingen bei uns die ersten Anfragen ein. Ich war für Roth nicht gemeldet, aber wo kann ich denn spenden, damit es diese Veranstaltung weiter gibt? Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen sortieren. Also es gibt natürlich jetzt die Zahl der Veranstaltungsabsagen steigt genauso exponentiell wie die Anzahl von nachgewiesenen Corona-Fällen in Deutschland, weil einfach die Rennsaison näher kommt und es immer weiter feststeht, was kann wann überhaupt stattfinden. Jetzt haben wir das Beispiel Roth. Wir haben es erwähnt, die haben sind proaktiv an die Öffentlichkeit gegangen, haben gesagt, wir sagen das Rennen für dieses Jahr ab und zwar ersatzlos. Es gibt keinen Ersatztermin. Die Athleten bekommen von uns das Startgeld wieder. Wir behalten 90 Euro ein. Die Athleten können aber selbst entscheiden, ob sie einen Teil darüber hinaus als Spende zurückgeben. Wer mindestens 100 Euro spendet in dem Sinne, kann sich aus den nächsten 10 Jahren zwei Rennen aussuchen, wo er ein garantiertes Startrecht hat, wo er sich da also dann einen Startplatz kaufen kann, aber nicht wie alle anderen zittern muss in der Anmeldung, kriege ich einen Platz oder nicht. Also das ist der Umgang von Roth. Wir sehen es bei Ironman, da gibt es eigentlich eine weltweit einheitliche Policy. Ich habe das selbst ja gehabt mit Südafrika. Die Veranstaltung wurde abgesagt. Es ist ein Ersatzrennen benannt worden im Fall von Südafrika, was jetzt am Sonntag stattgefunden hätte, am 29.03. Ersatzrennen Mitte November. Daraufhin bin ich quasi automatisch umgebucht worden. Ich hätte aber und habe das auch gemacht, selbst entscheiden können, dass ich eben auf den Startplatz im November verzichte und dafür aber das nächste reguläre Rennen im nächsten Jahr, im Frühjahr wahrnehme. Von Rennen, die jetzt später abgesagt wurden, vor allen Dingen so auf der 70-3-Distanz, gab es oft auch die Alternative, die den Athleten angeboten wurde. Hier sind drei Rennen, such dir eins davon aus, wenn das für dich besser in Frage kommt. Aber grundsätzlich keine Rückerstattung des Startgeldes.
Andere Veranstalter handhaben das noch ganz anders. Gestern kam eine Mail vom Veranstalter des Triathlon Ingolstadt, auch eine große, renommierte, alte Veranstaltung, die gesagt haben, ja, sorry, wir haben auch schon Ausgaben gehabt und so weiter. Wir erstatten 50% des Startgelds zurück. Außerdem schicken wir euch das Goodiebag, was ihr am Veranstaltungsdatum bekommen hättet. Und zur Erinnerung an dieses ganz besondere Jahr, ihr kriegt auch die Medaille, die ihr sonst erst im Ziel bekommen hättet. Ja. Ja, wie gesagt, große Solidarität mit Rot, das hat sie auch noch durch den Livestream von den 180 Swift-Kilometern am Sonntag gezogen. Wie können wir spenden, was können wir Gutes tun? Ich sehe so ein bisschen die Gefahr da drin. Rot ist eine große professionelle Veranstaltung, wo sicher auch verschiedene wirtschaftliche Szenarien durchkalkuliert wurden, wo auch ganz bewusst eben diese 90 Euro einbehalten werden, weil einfach auch schon Kosten angefallen sind. Ja, da arbeitet eine professionelle Mannschaft das ganze Jahr über für diesen einen einzigen Tag. Ja, und die haben bisher ihre Gehälter bekommen, sollen das auch weiterhin. Von daher ist das durchaus begründbar, auch wenn jetzt vielleicht die Gatter noch nicht aufgestellt wurden am Schwimmstart und so weiter, aber Kosten sind ja schon entstanden. Kleinere Veranstalter haben da größere Sorgen. Wir haben ja auch inzwischen da, glaube ich, eine recht einhellige Bild der juristischen Meinung, dass Startgelder zurückzuerstatten sind, wenn die Veranstaltung ausfällt. Da haben kleinere Veranstalter doch größere Sorgen. Und da kann man einfach nur appellieren an die ganze Szene, so sehr wie das Herz auch an einzelnen Veranstaltungen hängt, vergesst die Kleinen nicht. Ja, also ja, wir haben das ja, wenn ich an der Stelle einmal einklinken darf, um da ein passendes Beispiel zu nennen, wir haben ja auch den Gastbeitrag von Martin Lenz, den Veranstalter von quasi meiner Heimatstadtveranstaltung hier vom Sieben-Türme-Triathlon in Lübeck, ja, mit einem Gastbeitrag auf trimark.de gehabt, der gesagt hat, für den Sieben-Türme-Triathlon 2020 sind bis zum Stand, wo er das geschrieben hat, vor zwei Wochen, glaube ich, was waren es, 20.000 Euro Kosten angefallen. Ja. Und ja, das ist halt eben, das ist genau der Punkt. Also andere Veranstaltungen verkraften das vielleicht auch besser, aber gerade dann auch für Veranstaltungen, wo irgendwie Kleinunternehmer oder so hinterstehen, ist das natürlich eine ganz, ganz andere Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Also wir können auch nur da wieder das, was wir letzte Woche eigentlich schon getan haben, an die Solidarität der Athleten appellieren. Wenn ihr nicht unbedingt darauf angewiesen seid, und wir wissen, es gibt da draußen Menschen, die sind darauf angewiesen, dass sie jetzt auch ans eigene Überleben denken und vielleicht dann auch gerne das Startgeld wieder hätten. Aber wer nicht unbedingt darauf angewiesen ist und gesagt hat, okay, ich kann mir Triathlon überhaupt leisten, ja, der sollte vielleicht drüber nachdenken, ob er wirklich von jedem einzelnen Veranstalter jetzt sein Geld zurückfordert, ja, weil es wäre ganz traurig, wenn im nächsten Jahr keine Veranstaltungen mehr stattfinden könnten. Ja, also jeder hat ja, was das angeht, auch eine ganz andere Realität, ne? Ja, ja. Also ich kann das teilweise nachvollziehen, dass Leute sagen, okay, wir leben in einem so, oder wir betreiben einen so kostspieligen Sport, da jetzt auf einen Bruchteil zu verzichten oder mal auf ein gesamtes Startgeld, wenn es jetzt vielleicht auch nicht gerade die 600, 700 Euro Langdistanz oder das Ironman-Rennen ist, dürfte nicht zu viel sein. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn ich dann so einen Kommentar lese, wie beispielsweise, ja, wem dann das Startgeld von irgendwie 700 Euro für eine Langdistanz zu viel ist, der betreibt vielleicht auch nicht den richtigen Sport, wenn der grundsätzlich so teuer ist. Wo ich mir dann sagen muss, ey, wir können nicht, meine Meinung, wir können nicht grundsätzlich diesen Leuten den Sport verweigern, wenn die bereit dazu sind, sich das unter Umständen vielleicht sogar jahrelang zusammenzusparen. Ja, ja. Also für die ist es dann vielleicht eine Herausforderung, das Startgeld zu stemmen, aber die gehen dann halt auch nicht mit 10.000 Euro Equipment an Start, sondern mit einem gebrauchten 500 Euro Rennrad und da kommt es eben auch nicht auf ein oder zwei oder drei Stunden an, sondern die wollen einmal in ihrem Leben das machen. Und für die ist das vielleicht eine so große Sache und auch mit so vielen Kosten verbunden, dass das für die auch einfach, also wirklich ganz, ganz viel Geld ist. Ja. Ja. Und da finde ich einfach sowas in die Richtung, ich glaube, da neigt man einfach viel zu sehr dazu, von seiner eigenen Realität auf andere zu schließen. Und da finde ich, sollte man auch einfach nicht vergessen, dass es wirklich sehr, sehr individuelle Szenarien gibt. Und ich glaube, wichtig ist da einfach nur, dass jeder weiß, wie wichtig es im Moment wäre, da solidarisch zu sein und auch die richtigen Leute, die richtigen Veranstaltungen zu unterstützen. Aber da auch nicht mit jedem grundsätzlich sofort ins Gericht zu gehen, der sagt, ich, also bei bestem Willen, das geht bei mir einfach finanziell nicht. Ja. Dann kommen wir doch, glaube ich, zu einem Punkt, wo es unfair wird. Ich glaube, man sollte sich davor hüten, momentan
verschiedenen Modelle des Umgangs von Veranstaltern gegeneinander aufzuwiegen. Ja, also auf der einen Seite gibt es die, die sagen, in Rot bekomme ich mein Geld wenigstens, wird das Startgeld erstattet bis auf den Betrag X, den wir erwähnt haben, aber ich muss mich dann ja komplett neu fürs nächste Rennen anmelden. Es gibt aber auch die Leute, die sagen, ja, Ironman handelt da fairer, weil die mich einfach umbuchen aufs nächste Jahr. Ich habe aber keine Mehrkosten, ja, nicht diese 90 Euro Mehrkosten, die ich in Rot durch die Veranstaltungsabsage habe. Es sind völlig unterschiedliche Szenarien, ob ich nun ein e.V. bin, ob ich ein privater Einzelveranstalter bin, ob ich eine Challenge Family GmbH bin oder ob ich ein weltweiter Veranstaltungskonzern Ironman bin, der gerade gekauft wurde. Ich glaube, da muss man jede einzelne Herangehensweise akzeptieren und ich möchte nur an alle Beteiligten appellieren, da aufeinander zuzugehen. Ja, also wir haben die Athleten oft genug erwähnt und gesagt, ihr müsst nicht unbedingt jedes Startgeld zurückfordern, aber wenn jetzt natürlich jemand im Ironman Office anruft und sagt, danke für die Umbuchung auf den Herbst, aber ich bin Krankenpfleger und ich werde in den nächsten Monaten woanders gebraucht, ich möchte gar nicht mehr trainieren, ich möchte mich irgendwo anders einsetzen, macht eine Ausnahme, dann muss auch das genauso möglich sein. Also ich glaube, das ist natürlich Arbeit, da viele Einzelfälle zu entscheiden, aber ich sag mal, Solidarität auf der einen Seite und ein Versuch der gemeinsamen Lösung auf der anderen in Härtefällen, der bringt uns alle weiter und wir hoffen, dass einfach im nächsten Jahr noch genauso viele Menschen Spaß am Triathlon haben und es auch noch genauso viele Veranstaltungen gibt, bei denen sie das machen können und genauso viele Anbieter von Fahrrädern und Neoprenanzügen und Laufschuhen, die in genau einer so großen Anzahl von Sportfachgeschäften verkauft werden. Und das funktioniert einfach nicht, indem momentan jeder nur an sich selber denkt. Man muss immer an das große Ganze denken. Ja, ne? Richtig. In dem Zusammenhang nochmal danke für alle, die uns angeschrieben haben. Das waren jetzt, glaube ich, 4 oder 5, die gesagt haben, ich war wegen eures Podcasts Blutspenden. Also da haben wir was erreicht. Ja, das, wie du schon sagst, also wenn normalerweise, ich bin auch ehrlicherweise einer von der Fraktion, der sagt irgendwie, man selbst fühlt sich manchmal so, als könne man nichts bewirken, weil man einfach zu wenig irgendwie erreicht für sich. Aber die komplette Situation hat mir da auch echt nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet und gezeigt, es macht halt einen Unterschied. Ja. Also für alle Leute, die man erreichen kann, für das, was man für sich bewirken kann, nicht nur fürs eigene Gewissen, sag ich mal, was Gutes zu tun, sondern auch tatsächlich für die Auswirkungen, die das hat, kann einfach alles dazu beitragen. Und vielleicht war auch der Auslöser dafür jetzt das Szenario, dass wenn man die ganzen schönen Darstellungen da auch sieht, jeder, der jetzt zu Hause bleibt, macht einen Unterschied. Ja, es ist eben nicht so dieses Gefühl. Und ob das berechtigt ist oder nicht, ich habe das halt auch manchmal, dass ich denke, du selbst machst nicht den Unterschied. Also du bist viel zu klein, um da irgendwas jetzt damit mit deiner eigenen Aktion bewirken zu können. Aber wie du schon sagst, jetzt ist vielleicht die richtige Zeit, um da dann auch zu merken, okay, es gibt halt echt auch Situationen, da ist genau das wichtig. Und da ist auch genau das der Weg, der irgendwie zu einer besseren Lösung führt und zu mehr Möglichkeiten. Und wenn es dann 4, 5 Leute sind, die Blutspenden gehen oder langfristig noch mehr, weil sich das jetzt vielleicht auch Leute für eine noch spätere Zeit notiert haben oder das mal machen wollen, dann haben wir schon was Gutes bewirkt. Da gebe ich dir echt recht. Ja, ich meine, das ist auch in unserer Verantwortung, mit Reichweite da vernünftig umzugehen. Ich habe das selbst im privaten Bereich. Ich weiß gar nicht, ob es die Regel noch gibt. Irgendwie bei Facebook hat man als Privatmann nur noch 5.000 Abonnenten haben oder so. Die habe ich bald erreicht, aber da bin ich ja gerade auch nicht müde, mal so ein bisschen für Aufklärung zu sorgen und immer mal wieder Quellen und Artikel zu posten, wo ich denke, das ist wichtig, dass die Leute das lesen und konsumieren. Da hat man es natürlich auch immer mit Hardlinern zu tun, wo ich mich auch gerne mal anlege momentan. Ich meine das nicht persönlich, mir geht es dann immer eigentlich eher die Evidenz und die Wahrheit. Ich bin vom Typ her eher auf der wissenschaftlichen Seite unterwegs und von daher ist das dann mein Kanal, wo ich die Dinge poste und auch da gehört natürlich eine Verantwortung dazu. Die meisten dieser 5.000 Menschen kenne ich ja gar nicht, aber da kann ich auch nur sagen, das kommt auch nicht aus dem Bauch raus da, sondern das ist auch immer Verantwortung, die damit schwingt, wenn ich da Dinge öffentlich diskutiere. Ja. Wir waren bei Veranstalterabsagen, also
ich glaube, wir sind da gar nicht mehr aktuell dabei, dass wir diesen Artikel, welche Veranstaltung findet eigentlich noch statt oder findet nicht mehr statt, posten. Es geht da eher um die großen Dinge. Momentan zeichnet sich einfach das Bild immer weiter ab, dass wir, glaube ich, den April und Mai sowieso schon komplett abgeschrieben haben. Im Juni immer mehr bröckelt. Jetzt sind auch die Finals nicht mehr auf der Agenda, wo sich 16 Sportverbände zusammengetan haben, um zusammen die deutschen Meisterschaften zu feiern und ein bisschen die Region Rhein-Ruhr zu promoten für die Olympischen Spiele 2032, wo man über eine Bewerbung nachdenkt. Das heißt, die deutschen Meisterschaften auf der Kurzdistanz sind genauso wie die auf der Langdistanz in Rot hinfällig. In Düsseldorf hätte auch gleichzeitig das Bundesliga-Auftaktrennen stattgefunden. Und ja, so wie ich die Meldung gelesen habe, ist jetzt eher so der Appell in die Verbände, sucht euch bitte eure eigenen Termine für eure Meisterschaften. Wir kriegen das dieses Jahr wahrscheinlich koordiniert nicht hin, was wahrscheinlich auch in weiser Voraussicht so vernünftig gedacht ist. Ja, was aus der Saison wird, steht in den Sternen. Ja, ist echt schwer abzuschätzen. Also je nachdem, wie sich das im Sommer jetzt entwickelt, ich habe dir das ja auch schon gesagt oder in anderer Runde mal so meine Einstellung auch zum Thema Hawaii. Also je nachdem, was mit den Quali-Rennen passiert, würde ich auch selbst, wenn sich eine Lösung für Hawaii findet, die dann, also wer weiß, wenn die Plätze mit irgendwie aus dem Legacy-Programm aufgefüllt werden und es findet tatsächlich ein Rennen statt, aber mehr oder weniger ohne Qualifikationsrennen, weil die gehen nur bis zum 2. August-Wochenende. Und wenn bis dahin nichts stattfinden kann, dann ist es einfach de facto nicht einer Weltmeisterschaft würdig. Mhm. Und wenn das wirklich das Szenario ist, also wer weiß, vielleicht gibt es auch noch andere Lösungen, aber wenn das Szenario ist, was eintritt und es trotzdem für die Leute, die schon qualifiziert sind, die Möglichkeit gibt zu starten, würde ich auch echt überlegen, ob ich das mache oder nicht. Weil das sind ein paar tausend Euro für mich, das sind ein paar tausend Euro für Verwandte, die mitkommen. Und ich weiß nicht, wann ich das, ob ich das nochmal machen kann, machen will, ob ich das nochmal machen werde. Man weiß nie, was passiert. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich das mal machen möchte, dann möchte ich das Rennen bestreiten, was die Weltmeisterschaft ist und was ich mal so kennengelernt habe in der Form, dass es mich motiviert hat, den unbedingten Willen zu kriegen, da eines Tages mal hinzugehen. Yeah. Und ich möchte nicht irgendwann mal sagen, ja, ich war einmal auf Hawaii und das war das eine Jahr, wo das irgendwie dann eine Kontinentalmeisterschaft war mit der Hälfte von Leuten, die sich gar nicht qualifiziert haben und dann musst du das den Leuten irgendwie erklären. Dass ich glaube auch nicht, dass mich das glücklich machen würde. Ja, yeah, ja. Yeah. Also es ist für mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, eine gar nicht so einfache Situation. Weil ich will das Event als Athlet mal bestreiten, was ich in den letzten 2 Jahren auch als Journalist kennengelernt habe, mit dem Ganzen drumherum, mit dem Niveau, das es hat, mit den Athleten, die da teilnehmen. Und wenn das nicht möglich ist, aber der Wettkampf stattfindet, dann wäre es mir das auch nicht wert, da etliche tausend Euro mit allem, was dazukommt, zu investieren, um das zu machen. Also ja, ist für mich auch, für mich auch gar nicht einfach. Es ehrt dich als Sportler, diese Einstellung. Ne? Also ich glaube, dass ich glaube, da gibt es genug andere, die da draußen sagen würden, ja, jetzt erst recht, ja, bin ich 10 Plätze besser. Ne? Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das weiß ja jeder, der das so ein bisschen bei mir auch verfolgt hat. Der Hintergedanke war, in der jüngsten Altersklasse noch ein einziges Mal auf Hawaii starten zu können. Das ist die letzte Chance. Also genau, es ist streng genommen wirklich und das kann ich ja auch, also das ist ja kein Geheimnis, wenn man es noch relativ einfach hat, dann in der jüngsten Altersklasse. Also für eine möglichst gute Platzierung, ganz egal, was das letztendlich bedeutet. Aber die Chance hätte ich dann ab nächstem Jahr de facto nicht mehr. Aber ja. Ich weiß halt auch, dass ganz egal, worauf das... Hallo, mich nicht. Ha. Ja, hörst du mich noch? Jetzt wieder, ja. War gerade abgebrochen, ja. Kurz. Okay, ja, deswegen meinte ich gerade. Also auch wenn die Chance für mich sportlich wahrscheinlich jetzt so gut ist, wie sie nie wieder sein wird, wahrscheinlich... könnte ich mich da auch über die Platzierung, selbst wenn alles irgendwie perfekt läuft oder so und ich es echt zum Beispiel zur Siegerehrung schaffen sollte, nicht in der Form drüber freuen, wenn ich weiß, da sind 20 Quali-Rennen, wo sich noch andere qualifiziert hätten und ich kenne vielleicht sogar persönlich Leute, die da fehlen. Es hätte einfach so einen Beigeschmack. Also, weiß nicht. Das wertet das für mich sportlich auf jeden Fall mehr ab, als dass es Attraktivität hat, das zu machen unbedingt, ja. weil das Resultat besser ist. Ja, ist also völlig nachvollziehbar, ja. Also ich hätte jetzt fast gesagt, ich warte in der M45 auf dich, aber wenn du soweit bist, bin ich dann in der M70.
Ja, also was halt auch schade wäre, ist zum Beispiel, wenn sie sagen, vielleicht, also wer weiß, wenn es gar nicht stattfinden kann, dass sie sagen, die Quali-Plätze gelten dann für nächstes Jahr. Da wäre ich dann in der nächsten AK der Jüngste. Ja. Das wäre halt aus der sportlichen Sicht total doof. Ja. Also so, das ist dann so, aber deswegen, ich will mich da nicht beschweren, aber für mich war halt der Anreiz, genau das in diesem Jahr jetzt zu machen. Also ja. Das war für mich ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und auch wenn es jetzt dann nicht stattfindet oder wenn es unter anderen Aspekten stattfinden soll, bin ich mir jetzt auch gerade nicht so sicher, wie ich am besten damit umgehe. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Szenario gibt, wo Ironman sagt, nee, die erzielten Qualifikationen werden jetzt ungültig und ihr habt ihr eure $1,000 zurück. Also ich glaube, das wäre der größte Fehler, den Ironman machen könnte, jetzt den Leuten, die bisher qualifiziert sind, was ja auch nicht so ganz wenige sind, zu sagen, nee, ihr müsst euch neu qualifizieren. Also ich denke. Ja, aber jetzt stell dir mal das Szenario vor, dass sie sagen, entweder wir machen das Event, aber nicht als Weltmeisterschaft. Mhm. Oder wir machen das Event als Weltmeisterschaft mit 2000 Teilnehmern, es sind 500, 600 qualifiziert und den Rest füllen wir irgendwie auf, aber nicht durch Quali-Rennen. Und ich dann von mir aus sage, ich hätte ein Startrecht und ich könnte starten, aber ich möchte das nicht machen. Ja. Und das wird ganz einfach daran liegen, also wie schon gesagt, es wär eine finanzielle Frage. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich sagen, na, dann fahre ich hin und mache das Rennen so oder so, eines Tages komme ich wieder. Aber wenn ich dann irgendwie sehe, dass das mit allem drum und dran und mehreren Leuten und so weiter, dann keine Ahnung, in der Familie auf irgendwie 7.000, 8.000 Euro oder so hinausläuft, dann muss ich mir das gut überlegen, ob ich das mache und wann ich das mache. Und wenn ich dann freiwillig sage, unter den Umständen möchte ich nicht starten, werden die mir sicher nicht meine $1,200 wieder geben. Also. Wohl wahr, ne? Also beim freiwilligen Rückzug sicher nicht, ne? Nee. Ja. Ja, lassen wir uns überraschen. Also ich glaube, das ist ein nicht für alle Beteiligten vernünftig lösbares Problem, was Ironman da hat. Und da muss man auch immer dran denken, dass da auch Menschen arbeiten. Wir haben zu vielen Kontakt. Also so einfach ist das, glaube ich, nicht, ja. Und trotzdem muss man das Image der Marke wahren und seine Investoren befriedigen. Also das ist, glaube ich, eine fast unlösbare Aufgabe. In der Haut möchte ich nicht stecken, da Entscheidungen treffen zu können. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und also an der Stelle will ich auch echt nochmal betonen, auch wenn das jetzt die sportliche Sicht ist, ich persönlich nehme das auch ganz gelassen, weil ich eben weiß, es spielt jetzt auch nicht wirklich eine Rolle. Also jetzt sich da total drauf zu versteifen oder darauf zu fokussieren, wird sich auch falsch anfühlen. Mhm. Also dafür ist die Situation viel zu besonders und es ist jetzt gerade auch überhaupt nicht wichtig. Also ich glaube, es ist irgendwie klar, dass es diese Saison ist eine Saison wie keine andere zuvor. Und das wird sich natürlich auch auf Hawaii irgendwie auswirken. Aber hey, es wirkt sich auch jetzt komplett auf den Rest der Welt und auch der Sportwelt insgesamt aus. Und auch Olympische Spiele werden verlegt. Wir müssen irgendwie einfach alle nehmen, wie es kommt und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ja. Wenn jeder da irgendwie sein Teil dazu beitragen kann und wenn es dann einfach nur auf die Art und Weise ist, sich da nicht querzustellen, dann ist ja auch schon was gewonnen. Also ich lasse das auch auf mich zukommen, ohne jetzt da mich auf irgendwas festzulegen oder darauf zu beharren. Und da muss man einfach schauen, wie sich das entwickelt und welche Möglichkeiten sich überhaupt daraus ergeben. Ja, du hast gerade erwähnt, Olympische Spiele, die stehen natürlich vor dem gleichen Problem. Da geisterte eine Zahl durch die Öffentlichkeit vor ein paar Tagen, dass ungefähr 55% der Athleten bereits qualifiziert waren für die Olympischen Spiele. Jetzt aber die Qualifikationswettkämpfe nach und nach erstmal ausfielen. Inzwischen sind auch die Spiele selbst ja auf den Tag genau ein Jahr verschoben. Und es stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit den Qualifikationen? Wir haben aus deutscher Sicht ja schon Jonas Schomburg und Laura Lindemann eigentlich als Olympiastarter einen Haken dran gesetzt. Und jetzt sind die Spiele aber auf einmal ein Jahr später. Faris Al-Sultan hat als Bundestrainer ja letzte Woche bei uns im Interview hier an dieser Stelle gesagt, dass für viele jüngere Athleten das eigentlich gerade recht kommt, weil die noch einen ordentlichen Sprung machen werden. Und jetzt ist die Frage, wie wird mit den bestehenden Qualifikationen da umgegangen? Ich habe dazu auch kurz Kontakt gehabt zum DTU-Sportdirektor, nachdem eine DPA-Meldung kursiert ist, wo es
angeblich eine Einigung zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund und den Fachverbänden gab, dass bestehende Qualifikationen aufrechterhalten werden sollen. Da stand allerdings der neue Olympiatermin noch nicht fest. Jetzt steht der Termin fest und diese kurze Konversation mit Dr. Jörg Bürkner, dem DTU-Sportdirektor, die lief er darauf hinaus, dass er sagte, nein, es gibt überhaupt keine Vereinbarung und wir müssen jetzt natürlich erstmal auf ein neues Veranstaltungsdatum warten. Von daher wissen wir auch da nichts Neues, was nun vor allen Dingen die Personen Schomburg und Lindemann betrifft, ob die ihr Startrecht für die Spiele in Tokio auch im Jahr 2021 noch haben werden. Ja, wir haben ja auch kurz einmal dazu Kontakt gehabt und da habe ich dir, glaube ich, geschrieben mit einem Link dazu, dass die Quali-Plätze bestehen bleiben sollen. Meinte ich, glaube ich, irgendwas in die Richtung, das nimmt auf jeden Fall viel Druck von hunderten Athleten oder tausenden Athleten. Ja, ja. Und dann hast du nur geantwortet, alles andere würde auch viel Arbeit für die Sportpsychologen bedeuten. Also ja, klar, das ist jetzt gerade in Anbetracht dessen, dass du nicht weißt, wann können auch Quali-Wettkämpfe stattfinden, wann können überhaupt wieder irgendwelche Rennen oder Wettkämpfe aufgenommen werden, die einen Einfluss auf einen Quali-Ranking haben könnten, dass man damit überhaupt noch nicht planen kann, macht das Ganze ja auch irgendwie so schwierig. Also ich könnte mir auch gut vorstellen beim Triathlon, dass man einfach auch das Kienbaum-Event verschiebt. Ja. Und man sagt irgendwie, man belässt das jetzt alles dabei, weil man weiß nicht, ob es noch WTS-Rennen geben wird dieses Jahr oder dann Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich schon. Aber dass man einfach sagt, es bleibt alles, wie es ist und das Event an sich wird verschoben und jetzt verschieben wir alles, was da dran hing, einfach auch genauso 1:1. Ja, aber also auch das ist eine Situation, die sich nicht für alle vernünftig lösen lässt. Du hast eine ganze Menge Athleten, die gesagt haben, Tokio ist mein finales Ziel, danach höre ich auf. Ja, und die müssen jetzt natürlich, also die müssen wirklich intensiv von Sportpsychologen betreut werden. Ja, die haben vielleicht ganz andere Pläne gehabt ab September. Mhm. Das kann natürlich sein, dass dann am Karriereende alles nochmal so auf den letzten Moment hin gepasst hätte, aber dass im nächsten Jahr und im nächsten Frühjahr vielleicht schon 5 jüngere Athleten viel besser, viel schneller sind, viel weiter springen können oder was weiß ich. Nun hat der alte Sack da aber seinen Platz und wie geht man damit um? Ja, also das ist nicht einfach. Also stell dir ja, vor. Ja, die Frage ist einfach, kann sich jemand durch Resultate noch in der Zeit jetzt aufdrängen? Das wenn ist die große Frage, ne? Ja, wenn wir bis Herbst zum Beispiel, also es gibt ja noch ganz viele andere Sportarten, aber wenn wir beim Triathlon bleiben und es einfach komplett dieses Jahr im schlimmsten Fall aus sportlicher Sicht, sage ich jetzt einfach mal, gar keine Saison gibt, dann kann ja auch keiner seine Leistung unter Beweis stellen. Nee. Also, aber ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten 3 Wochen 3 Einheiten trainiert. Gut, die eine war ein bisschen länger, haben wir schon drüber gesprochen. aber stell dir vor, ein junger Athlet, der sagt jetzt, jetzt erst recht, jetzt eigentlich habe ich den Zug schon abgefahren gesehen, aber jetzt greife ich nochmal richtig an und ich trainiere richtig hart durch. Ja, und jetzt vielleicht nicht in der Sportart Schwimmen, aber in anderen Sportarten. Und auf einmal kristallisiert sich dann raus bei den ersten Kader-Events oder so, hoppla, da sind auf einmal 5 Jüngere schneller. Ja, das kann ja auch den Druck erhöhen, zum Beispiel zu sagen, ich trete hier nicht für mich an bei Olympischen Spielen, sondern für Deutschland. Ich sehe aber, ich bin in Deutschland nur noch die Nummer 7. Eigentlich müsste ich meinen Platz räumen, um anderen die Medaillenchancen zu geben. Und Sportdeutschland die Medaillen. Boah, was das alles für Implikationen hat. Unglaublich. Ja, also ne? ich glaube, ja, total. Aber ich glaube, da gibt es auch eine starke Unterscheidung zwischen leicht messbaren Leistungen und ich sage jetzt mal Komplexleistungen wie im Triathlon. Also einfach Sportarten mit einer hohen Taktikkomponente. Ja, ja. Wenn man jetzt im Winter oder im nächsten Frühjahr noch Events hat, du sagst jetzt beim Schwimmen, das ist einfach ein schlechtes Beispiel, was gerade bei den Bedingungen sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand, vielleicht hat er noch einen Privatpool oder so, der vielleicht, hat man ja oft bei Nachwuchsathleten, dass die mit 16, 17, 18 Jahren schon irgendwie einen Peak erreichen und Weltrekorde aufstellen, dass da so jemand nochmal irgendwie zum Vorschein kommt, den man noch nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Aber Schwimmen durch Zeiten oder Speerwurf oder Weitsprung, das kann man ja gut messen. Ja. Wenn es dann noch im Frühjahr irgendein Event gibt, wo man sagt, okay, da bricht jemand einfach gerade Rekorde, Normen nacheinander, vielleicht kann man das irgendwo ja festhalten als festgeschriebene Klausel, dass es da die Möglichkeit gibt, bei solchen Sportarten, wo man die Leistung eben relativ einfach belegen kann, dass man die Leute dann auch in die Auswahl mit reinnimmt und in den Kader, einfach aus der Begründung, weil das die
zu der Zeit, wo die Olympischen Spiele stattfinden, besten sind, die das Land repräsentieren. Mhm. Aber auch gerade im Triathlon und noch weniger, wenn irgendwelche Rennen stattfinden, das kannst du einfach nicht angemessen abbilden. Nee, wohl wahr. So, ne? Ich meine, ich sehe es bei mir selber. Ich in dem Moment, wo ich Südafrika abgesagt habe, habe ich es ja mit den Worten gesagt, ich bin in der Form meines Lebens und da stehe ich zu. Aber ich habe schon gemerkt, so in der Vorbereitung am Ende, es hat hier und da gezwickt und so, das war nicht leistungsmindernd, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal so gut und verletzungsfrei in meinem Alter eine so intensive Vorbereitung machen kann. Ja, das sind Situationen, das sind dann, gut, ich kann damit leben, das ist jetzt nicht mein primärer Lebensinhalt, auch wenn sich bei mir im Leben viel um Triathlon dreht, aber ich konnte mit der Absage sofort leben. Ich bin dann zwar schon in so einem Trainingsmotivationsloch gefallen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich depressiv geworden wäre oder so, das ist bei anderen vielleicht anders. Aber boah, da hängen auch so viele Folgeschicksale dran irgendwie an solchen Dingen und es wird sicher viele geben, die irgendwann damit hadern werden und sagen, ich hatte diese eine Chance und dieses blöde Virus hat sie mir vergeigt. Ja, also ich glaube, wie ich sagte, da kommt genug Arbeit auf Sportpsychologen zu. Ja, definitiv, leider, aber das wird sich kaum vermeiden lassen, also ja. wie du schon sagst, aber ich würde auch einfach mal annehmen, aus der Abfolge, wie die ganzen Sachen jetzt beschlossen wurden und passiert sind, dass man im Zweifelsfall für die Athleten sich entscheidet und arbeitet, ja. Die sonst eh in Betracht gezogen wären. Mhm. Weil ich glaube auch tatsächlich, die Wahrscheinlichkeit der Ausnahmefälle, die man jetzt hätte, weil jemand in diesen paar Monaten jetzt noch einen gigantischen Leistungssprung gemacht hat auf einem Niveau, wo wir in allen, wir sprechen ja in allen Sportarten über die absolut Weltbesten. Also da jetzt nochmal so weit voranzukommen, dass man von sich behaupten kann, jetzt einfach 3, 4, 5 Leute vielleicht eingeholt zu haben, die sonst noch vor einem gewesen wären, das ist ja fast, also es ist vorstellbar, aber es ist ja schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Und Da würde ich es auch unfair gegenüber den Athleten finden, die 4 Jahre Zeit hatten, sich in einem Olympiazyklus darauf vorzubereiten und die man dann irgendwie übergehen würde. Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das die jeweiligen Verbände ohne weiteres machen. Nee. Also, ja, wir sind gespannt, was da passieren wird. Ja, also diese Meldungen überschlagen sich ja, wie die Athleten jetzt mit einem geplanten Karriereende im Spätsommer diesen Jahres umgehen und so mein Bauchgefühl von allem, was ich lese, ist, dass da doch eher die Meinung herrscht, ey komm, da mache ich noch ein Jahr. Ja, ja, alles andere wäre ja auch Quatsch. Ja. Also es ist wenigstens zu versuchen, ist ja das absolute Minimum. Ja. Und das wird ja auch alle ausreichend antreiben. Aber an der Stelle kann ich noch eine witzige Anekdote erzählen. Ich während der 180 Kilometer Fahrt auf Swift tatsächlich stand ich noch im Austausch mit Gustav Iden. Der hatte sich bei mir gemeldet, weil er gesehen hat, dass ich den neuen New Balance Schuh getestet habe für unseren Schuhtest, der jetzt in der nächsten Ausgabe kommt. Also ja. Den Fuel Cell TC, der Carbon-Schuh von New Balance. Und hat mich gefragt, wie denn der Schuh ist. Und dann habe ich ihm ein bisschen erzählt und so im Vergleich zu anderen Schuhen. Und dann hat er mich gefragt, wie so die Motivation ist und Training und habe ich ihn gefragt, wie es denn in Norwegen aussieht und dann meinte er, ja jetzt, wenn so viele Monate keine Rennen sind, brauche ich irgendwas, um mich extra zu motivieren und mein Training aufzulockern. Deswegen überlege ich, mir ganz viele neue Schuhe zu kaufen und auszuprobieren. Deswegen, und dann sagt er so, deswegen habe ich gefragt, ich will mir den New Balance kaufen, dann den neuen von Adidas, dann den von Saucony mit Carbon und den Alpha Fly von Nike. Und dann hat er den Satz so beendet mit, meine Güte, das ist aber viel Geld. Und dann hab ich ihm nur geantwortet, du, ich habe da mal einen Tipp für dich. Benutz einfach den Promocode, hey, ich bin Ironman 73 Weltmeister und würde gerne eure Schuhe ausprobieren, um ein paar 100 oder 1.000 Euro zu sparen. Was ist denn eigentlich verkehrt mit dir? Das ist genau die gleiche Situation wie in Nizza, als er zu mir meinte, kennst du noch jemanden von den Frauen? Ich habe so einen kleinen Kopf, die mir einen Helm leihen kann, wo ich gesagt habe, geh doch zur Expo. Dir schmeißen doch die Leute die Helme hinterher. Der hätte sich jetzt einfach diese ganzen Schuhe regulär gekauft. Und ja, was er jetzt draus macht, weiß ich nicht, aber
Schuhsponsor offiziell hat er nämlich auch noch nicht. Da schließt sich wieder der Kreis. Deswegen, das wäre sicherlich für ihn kein Problem. Aber ich habe die Geschichte heute Morgen in der Konferenz erzählt und unser Chefredakteur Nils hat das mit einem Wort eingeordnet und das bringt es sehr auf den Punkt. Der hat einfach nur gesagt, Ehrenmann. Ja, sehr gut. Der Weltmeister zahlt noch für seine Schuhe. Jawohl. Ja. Der macht auch ganz andere Sachen. Der Name ist nämlich begegnet mir in der Auflistung unseres Podcasts hier bei Einheit der Woche. Ja, genau. Also zurzeit drehen ja alle irgendwie frei. Also nicht nur wir, die irgendwie 180 Kilometer auf der Rolle fahren. Ja, Gustav Iden hat versucht, in Norwegen eine 300 Kilometer Radfahrt zu machen, ist daran knapp gescheitert. Zum Laufschuhgeschäft, oder? Ja, genau. Hat es nicht ganz geschafft, hat irgendwie, ich glaube, 284 waren es mit knapp 3000 Höhenmetern oder so. Und am Ende war es zu kalt und zu viel Schnee und Glatteis und so. Also er ist 180 Kilometer, glaube ich, mit seinem Bruder Mikael gefahren. Und dann auch wirklich, bei Strava kann man sich das angucken, mit Bildern, wo sie ihre Räder über Schnee tragen mussten und über Felsbrocken und so. Die haben gefühlt einmal irgendwie ganz Norwegen umkreist und alle Jahreszeiten erlebt. Aber es war halt insgesamt sehr, sehr kalt. Und deswegen ist er wohl nach 284 Kilometern am Haus vorbeigefahren. Und konnte dann nicht sich irgendwie aufraffen, nochmal 8 in die eine Richtung und 8 zurückzufahren, um das voll zu machen. Es war dann einfach zu kalt. Im Gegensatz dazu hat das Joe Skipper geschafft. Der ist 325 Kilometer gefahren. In irgendwie 9 Stunden 15 oder so. Also deswegen, es drehen alle irgendwie gerade durch. Es drehen alle durch, ja. Kann man wohl so sagen. Der hat auch viel Kritik dafür bekommen, weil irgendwie einige Leute dann meinten, ja, genau wegen solchen Leuten, die sich nicht dran halten, zu Hause zu bleiben, wird das alles nichts und so, wo Joe Skipper dann erstmal gesagt hat, so halte mal den Ball flach, meine Lebensgefährtin und Freundin ist Ärztin und kämpft gerade gegen das Virus und wenn die mir sagt, das ist völlig okay, dass ich irgendwie allein 10 Stunden durch die Gegend fahre, dann ist das wohl nicht der entscheidende Faktor bei der ganzen Lage, aber da waren auch einige sehr, sehr kritisch der Aktion gegenüber irgendwie eingestellt. Ja, jedem das Seine. Ja. Ja. Deutlich kürzer ist das Thema, um das sich der Kommentar der Woche dreht. Ich habe nur gelesen, was du eingetragen hast, aber keine Ahnung, was du damit meinst. Hast du das nicht mitgekriegt? Nein, ich habe das nicht mitgekriegt. Ich folge nicht Britney Spears auf Instagram. Nee, ich auch nicht. Aber diversen Laufportalen, so Flowtrack und so. Ja, die hat sich bei einem Instagram-Post oder bei einem Tweet irgendwie so, hat die sich total vertan und alle Leichtathletikportale haben das so scherzhaft aufgegriffen und Memes draus gemacht. Die hat irgendwie gepostet, ich bin meine erste 5 gelaufen und wenn du deine Angst, dich zu quälen, überkommst, dann am Anfang ist das der Schlüssel und das war das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Ich laufe eigentlich sonst 6 oder 7 Sekunden. Mein erster Versuch war 9 Sekunden und jetzt habe ich es geschafft. Und dahinter nur 100 Meter Dash. Boah. Also hat sie quasi behauptet, sie hätte den Weltrekord von Usain Bolt auf 100 Meter fast halbiert. Sie hat das dann auch relativ schnell gelöscht, als sie gecheckt hat, das können auf gar keinen Fall 100 Meter gewesen sein. Ja, aber da haben sich dann alle so ein bisschen, ja, scherzhaft drüber lustig gemacht. Ja, mit Simulation irgendwie dann rein in das Video vom Weltrekord so rein retuschiert, wie Britney Spears dann einfach fast 4 Sekunden vorher im Ziel ist und Bildern, wie sie Usain Bolt davonläuft und ja, großartig. Also großartig, cool. Für sehr viel Erheiterung gesorgt. Nicht schlecht. Ja, wir haben noch zwei kleine Bonbons in eigener Sache zum Ende. Wir wollen euch da draußen ja gerne unterhalten mit vielen spannenden Themen. Wir haben letzte Woche schon angekündigt, alle Ausgaben der Triathlon Know-How, unserer Kompendien zu 11 verschiedenen Themen, gibt es bei uns im Shop gerade zum Stückpreis von 3 Euro. Die Aktion läuft durch den ganzen April, aber nur solange Vorrat reicht für jede einzelne Ausgabe. Da sind Themen dabei wie Schwimmen, Radfahren, Laufen natürlich, Ernährung, Sportpsychologie, Functional Training. Ich glaube, Functional Training ist auch gerade der Bestseller der Reihe. Und Techniktraining.
Die Planung eines Saisonaufbaus, okay, das wird wahrscheinlich der Worst-Seller sein aktuell, aber ja, man kann da zumindest gucken, wie man es im nächsten Jahr machen kann, in einer modellhaften Saison und in einer perfekten Saison, wie wir sie nächstes Jahr alle wieder erleben werden. Also das ist über unseren Shop zu beziehen, trimark.de/knowhow, da gibt es die Ausgaben zur Auswahl. Und noch ein anderes Bonbon haben wir. Und zwar haben wir im letzten Jahr mit Partnern den Triathlon Web Summit produziert. Größtenteils bei uns im Studio. Hartwig Töne als Moderator. Und da sind eine ganze Menge spannender Inhalte zusammengekommen. Das ist im letzten Jahr gelaufen, über 4 Tage mit vielen Live-Geschichten. Und alle Inhalte, alle Themen dazu. Ich glaube, Simon, du warst auch mit dem Thema Schuhe dabei, korrekt? Ja, genau. Ich hatte auch mit Hartwig Töne zusammen so einen Ausflug in die Heroes der Ironman-Geschichte und einige Fachinterviews geführt. Diese ganzen Inhalte gibt es nochmal als Web-Summit Reloaded quasi. Der Triathlon Web-Summit 2020 startet am Donnerstag, ja, und ihr könnt euch da auf der Website, jetzt muss ich gerade schauen, triathlon-web-summit.net registrieren. Es gibt Freitickets in unbegrenzter Stückzahl und dann könnt ihr euer abendliches Rollentraining damit untermalen mit Fachvorträgen. Jan Silbersen, mit dem wir vorhin gesprochen haben, war auch dabei. Ganz viele aus unserem Team, ein paar Heroes, die ihr kennt. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Eine richtig fette Content-Ladung und die gibt es, wie gesagt, kostenlos nochmal über 4 Tage. Diese Woche Donnerstag bis Sonntag unter triathlon-web-summit.net und den Link dazu, den stellen wir auch nochmal in die Shownotes. Ja. Ja, damit das haben wir eigentlich alles, oder? War das Update der Szene, die alles andere als ruht momentan. Es gibt viele Dinge, über die wir auch nächste Woche wieder sprechen werden. Aber du hast Urlaub nächste Woche, glaube ich, ne? Ja, wenn das alles klappt, was ich sehr hoffe. Ich wäre ja eigentlich jetzt schon im Urlaub gewesen, aber gut. Du wärst jetzt auf Mallorca gewesen, im Trainingslager. Ja, genau. Ja, aber na gut, das hat sich ja erübrigt. Ja, aber wahrscheinlich bin ich dann nächste Woche raus, müssen wir noch mal gucken. Ja, aber nach Mallorca fliegen werde ich natürlich trotzdem nicht. Nee, das ist auch gut so. Die Zeiten kommen wieder, Simon. Ja, das hoffe ich. Ja, dann würde ich sagen, da draußen, ihr haltet die Ohren steif, verfolgt uns auf allen Kanälen. Uns freut auch nach wie vor jede tolle Bewertung oder jeder Kommentar auf euren Podcast-Kanälen. Ja, also wir nehmen gerne 5 Sterne. Wenn es nur 4 sind, dann begründet es bitte. Oder 3 oder 2 oder 1. Ja, also wir freuen uns über jedes Feedback, hören sehr gerne von euch, hören gerne eure Anregungen, eure Tipps, eure Kritik. Ansonsten wisst ihr ja, dass dieser Podcast auch einen eigenen eine eigene Facebook-Gruppe hat, wo wir Themen weiter diskutieren. Ansonsten ist trimark.de natürlich aktuell für euch weiter am Start. Wir berichten über alles, was sich tut. Jetzt gerade während der Podcastaufnahme kam noch die Absage des Ironman 70.3 in Graz rein. Auch dazu wird es was auf der Website dann geben, wahrscheinlich bevor ihr das hier hört. Ja, ansonsten, mich hört ihr nächste Woche wieder. Simon, an dieser offiziellen Stelle schon mal einen schönen Urlaub, aber wir sprechen natürlich jeden Tag weiter. Und ja, haltet die Ohren steif. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.